Hallo, ihr da draußen. Ja, ich hoffe, ihr freut euch auf heute Abend, denn wir machen ja mal weil etwas ganz anderes. Irgendwie in den letzten Wochen habe ich eigentlich fast ausschließlich erstmal hier was runtergeschmissen von meinem Schreibtisch. Aber ansonsten eigentlich fast ausschließlich, was ich eigentlich sagen wollte, Hearthstone gestreamt. Und ja, erstens hatte ich nicht die Lust, immer und immer und immer wieder nur Hearthstone zu streamen, und wollte euch auch nochmal ein bisschen was anderes bieten. Und zum anderen kommen noch zwei andere Faktoren hinzu, warum es zum Beispiel heute Guild Wars 2 gibt. Erstmal, hi Sputti. Hallihallo, Venjen, Patrick, was sage ich Wie du es jetzt? möchtest, wie du dich damit wohlfühlst. Okay, ich werde mich erstmal auf Patrick einspielen, glaube ich. Hoffe, du bezahlst den Sputti und die Jungs von Guild News anständig. Die haben es nicht verdient, abgezockt zu werden. Also ich kann dir versichern, mein lieber Freund, um direkt zu sagen, dass hier niemand abgezockt wird, weil erstens muss zum Abgezockt werden erstmal was verdient werden. Und das wäre ganz cool, wenn das mit Guild News der Fall wäre, aber da kann ich dich beruhigen, zocken wir niemanden ab. Aber Guild News ist natürlich ein wunderbares Stichwort von dem Naruto-Fan XXX. Ist ja die neue Guild Wars 2-Seite, also im Prinzip, ja, wir können erstmal erzählen, warum überhaupt eine Guild Wars 2-Seite. Die sieht ganz anders aus, ganz Guild Wars 2-mäßig halt. Und wir hatten noch vorher eine Unterseite, die halt zumindest mit der Farbe war. Warum ist das so? Im Prinzip, also du kannst auch sofort was sagen, aber im Prinzip ist es von, also ich habe das schon mehrmals erwähnt, dass die Leute, und da wird Sputti mir gleich wahrscheinlich zustimmen, sich auf der Seite, wenn sie sich für ein anderes Spiel als World of Warcraft zumeist interessiert haben, sich nicht so wohl gefühlt haben, weil alles halt sehr, sehr stark im Schatten von WoW steht. Und aus dem Grund haben wir uns da halt zu entschieden, irgendwann zu sagen, hey, wir brauchen hier auch für die anderen Spiele irgendwie Seiten. Hatten dann halt erst geplant, die Unterseiten noch ein bisschen anders zu integrieren. Und dann sind dann letztlich in den letzten Wochen dazu übergegangen, hey, wir machen komplett eigene Seiten, integrieren die halt oben über diese Scheißhusten, tut mir leid. Über diese ja, tut mir leid, der Nightbot erlaubt keine Links von Leuten, die keine Mod sind. Und haben halt ein komplett eigenes Design gemacht. Ihr seht, es ist alles viel weiß und ganz anders, eben halt sehr passend zu Guild Wars 2. Und ja, das war so der Hauptgrund. Und da habe ich natürlich dann sofort, also schon ein bisschen länger, ist es her, als ich dann ihn gedacht habe an den Alex, beziehungsweise den Sputti gedacht, den ich ja nun schon länger kenne, der ja früher auch viel bei uns mitgearbeitet hat und der sich eben mit Guild Wars 2 sehr gut auskennt und eben eine Website dazu auch betrieben hat. Und ja, so ist das Ganze entstanden, kann man sagen, ne? Ja, kann man so ziemlich so sagen. Ist ja auch so für dich als, ja, ich sag mal, Guild Wars 2 Betreuenden gewesen, dass das nicht ganz so, ja, angenehm war, einfach quasi, auch wenn in EU was für Guild Wars 2 zu machen, weil halt doch einfach auch durch die Besucher, durch alles, was so da ist, einfach nicht durch irgendwelche bösen Sachen, sondern halt einfach durch diese Allgemeinheit, das schon ein bisschen schwierig war, da was zu Guild Wars 2 zu machen, oder? Das war unheimlich schwer. Was, ich nehme es natürlich niemandem übel an sich, dass er eher ein WoW-Fan als ein Guild Wars 2-Fan ist. Aber manchmal gab es dann diese negativen Kommentare von wegen Guild Wars 2 ist eh schon tot. Sowas passiert halt auf einer reinen Guild Wars 2-Seite ein bisschen seltener. Und auch so dieses allgemeine, so ein bisschen im Schatten stehen von WoW macht es wirklich nicht leicht. Jetzt mit der eigenen Seite können wir auch so ein paar eigene Ideen durchziehen, Events durchziehen und ganz anders an die Sache rangehen, als in Anführungszeichen nur als Unterseite. Ja, das Ganze war jetzt ein bisschen ein holpriger Start, weil eigentlich hätte natürlich die bisherige Guild News-Seite so lange auch online bleiben sollen. Da kamen einige technische Schwierigkeiten mit dazu, die das Erscheinen überhaupt der neuen Seite ein bisschen verzögert haben.
Und ja, nur das nochmal als Erklärung vielleicht für die, die sich gewundert haben, was denn da los war, ne? Ja, aber ich freue mich drauf. Ich finde es auf jeden Fall, dass ihr da sicherlich eine super Arbeit machen werdet. Und ich bin gespannt, wie sich das Ganze natürlich bei Guild News entwickelt. Und ja, das ist natürlich zum Teil auch oder eine gute Möglichkeit, warum wir hier heute streamen, aber der Hauptgrund ist natürlich auch, oder einer der Gründe ist natürlich auch mit, dass im Moment gibt es eine spezielle Guild Wars 2 Aktion, ne? Vielleicht kannst du das nochmal kurz erzählen, was da Ja, jetzt am 27. gestartet ist. genau, von vorgestern war das, glaube ich, ne? Ja, von Freitag bis nächste Woche Freitag können die Leute, die überhaupt noch nie Guild Wars 2 gespielt haben, sich noch überhaupt nicht mit dem Spiel auseinandergesetzt haben oder vielleicht schon länger mal überlegt haben, mach ich nicht, einfach mal das Spiel drauf los testen. Das heißt, ihr habt eine Woche, jetzt nicht mehr ganz, eine Woche Zeit, könnt euch einfach einen Test-Account erstellen und dann loslegen. Das Schöne ist bei diesem Test-Account, ihr seid in keinerlei Sachen beschränkt. Ihr könnt handeln, ihr könnt leveln, ihr könnt alles, absolut alles machen. Und ich sag mal, eine Woche ist schon eine gute Zeit, um so festzustellen, will ich das Spiel spielen, will ich das Spiel nicht spielen, liegt mir das oder liegt mir das nicht. Und das immer, klingt komisch, ist aber so, mit knapp 40 Euro, die das Spiel noch kostet, kann man eigentlich gar nicht viel falsch machen. Weil selbst wenn man nur ein paar Stunden entertained ist, es ist halt für 40 Euro im Prinzip Da man ja keine geschenkt. monatlichen Kosten hat, ne? Es ist jetzt gar kein Free-to-Play, sondern ja, wie Buy nennt to man es? play. Buy-to-Play, genau. Ein Buy-to-Play. Ich habe gerade nochmal die News gepostet auf, also von Guild News hier zu dem Probespielen. Ich werde es jetzt gleich nochmal machen, beziehungsweise habe es schon gemacht, wenn ihr es seht, da wir einen kleinen Versatz haben, sodass ihr euch da nochmal informieren könnt, wie könnt ihr das machen. Da wird es sicherlich, also ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, in die News selber habe ich jetzt gerade nicht reingeguckt, aber da wird es beschrieben sein, wie man das machen kann. Ist kein Link, das solltet ihr mal einführen, lieber Sputti. Was? Oh, Das war das war Andi. von Andi, die geschriebene Ja, News, genau, richtig. ja. Hauen Ich wir mach das gleich Andi. mal. Ja, also einen Link vielleicht noch einfügen. Ja, Ja, das, ja. ich persönlich habe Guild Wars 2 nie wirklich, also was heißt eine Chance gegeben, aber es hat mich halt nie wirklich so von Beginn an gecatcht und ich habe auch echt keine Ahnung. Ich habe, ja, genau, Gameland ist ein guter Laden. Ich habe halt zu Beginn des Spiels mal reingeguckt hier. Wie ihr gerade seht, habe ich ja da einen Charakter erstellt, aber das ist schon Ewigkeiten her und ja, das ist wirklich jetzt nicht gerade ein Char, den ich mit Level 2 auch lange gespielt habe. Und daher habe ich zu Sputti heute gesagt, Mensch, lass uns doch einfach mal zusammen irgendwo einen Charakter erstellen und lass uns einfach mal zusammen reinschauen. Dann kannst du mir alles erklären, dann kann ich irgendwie alles verstehen und wir können gucken und so weiter und so fort, ne? Und ja, ich habe jetzt hier diese Server-Auswahl offen. Ich weiß gar nicht, auf was für einem Server ich war. Ich kann ja nochmal kurz gucken. Abaddons Mund lese ich schon von hier noch im Stream. Achso. Ja, Steht oben Weltenauswahl. drüber Heimatwelt. Stimmt, ja, ah, da. Ich hatte jetzt nochmal in den Genau, und das, Charakter. das Schöne ist jetzt, ich bin theoretisch auf einem komplett anderen Server, Ja. aber durch die Gastfunktion kann ich täglich auf zwei Server so guesten und dann quasi da mit dir spielen. Das heißt, kannst auf Abaddons Mund bleiben und ich kann trotzdem zu dir rüberkommen. Lediglich fürs WVW ist man da ein bisschen eingeschränkt. Da können wir Ah vielleicht ja. später nochmal Also brauche drüber ich hier nichts sprechen. ändern oder sonst irgendwas. Also Nö, das ist alles okay so. gut, dann bleibe ich da einfach bei und erstelle jetzt quasi irgendeinen neuen Account wahrscheinlich, ne? Oder diesen. Ich kann natürlich auch den Char weiterspielen, auch wenn ich da keine Ahnung von habe. Was habe ich denn hier überhaupt gemacht damals? Ein Wächter. Was Genau, macht ein der? Azura-Wächter. Wächter sind die etwas offensivere Ausgabe eines Paladins, würde ich sagen. Okay. Also im Prinzip auch Plattenträger, ein bisschen tankiger, aber die sind nicht irgendwie zu Tanks oder Heilern, gibt es ja sowieso nicht so richtig, da wir ohne Holy Trinity größtenteils in Guild Wars 2 Ja. auskommen. Deswegen, Guardian ist eigentlich ein Allrounder, wenn dir das passt. Okay, ja, dann würde ich sagen, wenn du sagst, ich kann mit dem auch einfach weiterspielen und wir haben da jetzt keine Probleme durch, dann logge ich einfach mit dem ein, oder? Ja klar, kannst du machen. Ich erstelle mir dann auch kurz einen Azura. Okay, ja. Und dann komme ich mit dazu.
Ein wichtig, schön wäre jetzt noch, wer hätte jetzt zu Beginn natürlich bei der Charaktererstellung noch so ein bisschen auf die, wir können die auch Personal gerne Story nochmal eingehen einen Charakter können. erstellen. Ich habe da ja überhaupt gar kein Problem mit. Ja, Wenn du gerade ein dann bisschen machen zu wir das weißt. nochmal, weil das halt Genau. auch ein interessanter Part eigentlich in Ja. Guild Wars 2 ist. Genau, dann machen Der wir das. anfängliche Geschichte. Und ja, so. Oh, Wird vorgeschlagen, dass du dir einen Norn machen sollst. Das ja, hatten wir, okay, glaube ich, kein damals Problem. in dieser Ja, Komplettvorstellung daran erinnere irgendwie. ich mich noch. In dem. Vielleicht nochmal was anderes wählen. So, warte Na mal, gut, dann. schlussendlich hast du die Wahl. Zeigen. Ich habe hier auch irgendwie 1000 Postnachrichten oder so. So, Ja, das ist mit den Postnachrichten. ganzen Patches, die in letzter Zeit waren, kommen Ups, immer jetzt habe ich hier. Postnachrichten. So Ach wollte, ja, so genau, sollte das das nicht ist. sein. Es gibt, ja, es gibt ein paar Änderungen, die jetzt so mit ins. Achso, das ist nicht ganz ausgelockt, auch nicht schlecht. Kam halt eine Menge Änderungen dazu, unter anderem diese charakterübergreifender Geldbeutel. Das heißt, du hast quasi, du sammelst deine Gold und deine Tokens nicht für einen Charakter, sondern inzwischen quasi in so einem zum charakterübergreifenden Beutel. Das ist ganz praktisch. Und sowas wird halt immer über diese Nachrichten mit angekündigt. Deswegen hast du da so ganzen Postkasten voll. Okay, ja, gut, aber jetzt kann man ja quasi. Also, ich soll den Norn erstellen, hast du gesagt, ja? Dann mache ich das jetzt Nö, einfach ohne Frage. mir ist das ist total wurscht im Prinzip. Aber du Der hast es Anfang vorgeschlagen. ist. Denn es wurde im Chat vorgeschlagen. Ach so. Wenn ich was vorschlagen dürfte, würde ich Menschen vorschlagen. Allein schon wegen, weil am Anfang so eine schöne epische Musik darunter liegt. Gut, dann nehmen wir einfach den Mensch, wenn der Alex das vorschlägt. Nehmen wir einen männlichen Mensch. So, und jetzt kommen wir zur Klasse. Da haben wir ja, wenn ich das hier richtig sehe, acht verschiedene Auswahlmöglichkeiten, ja? Ganz genau. Das geht vom klassischen Magier links oben über Krieger, auch sollte soweit auch bekannt sein, Wächter, wie gesagt, so eine Art Paladin. Zum Ingenieur, da wird es schon ein bisschen interessanter. Da spielt man mit Türmen, Pistolen und Gewehr und vor allem mit verschiedenen Elixieren. Da kann man auch seine Waffengürtel wechseln und so weiter. Dann haben wir den Waldläufer, gleich so ein bisschen dem Jäger, hat immer ein Pet dabei. Der Necro, vielleicht mit dem Hexenmeister einigermaßen zu vergleichen, mit Minions mit dabei, mit Flüchen und ähnlichen Dingen. Dem Dieb, der gleicht einem Schurken, so relativ Standard. Und der Mesmer ist so eine Klasse, die es überhaupt nirgendwo zum Vergleich gibt. Die spielt halt, ich weiß nicht, du hast ja LoL gespielt, Ja. LeBlanc kennst du ja, ne, zum Ja. Beispiel. Und sowas geht es halt auch, gespielt wird mit Klonen, es wird auch gespielt, die Gegner zu täuschen, Condition Damage, also Zustandsschaden, der damit rüberkommt. Überblutung und ähnliches. Also das ist so eine Klasse, die lässt sich ehrlich schwer beschreiben, wenn man nicht Ja. unendlich viel Zeit dafür hat. Ich hätte total gehatet hier wegen dem Weil du Mensch. Menschen genommen hast. Ja, frech. Was denn würdest du sagen, einsteigerfreundlich? Also für Leute, die vielleicht, ja, Also noch nie. Einsteiger würde ich, also es ist schwer zu sagen, was einsteigerfreundlich Ist ist, weil ich jetzt nicht so, kann. dass man die, also vielleicht nochmal, um das grundsätzlich zu klären. Es ist schon so, wenn ich jetzt hier eine Klasse auswähle, dass ich da ähnlich wie in WoW länger dran gebunden bin auch, ne? Ja, Weil ich muss die prinzipiell ja schon. halt auf einem Max-Level bringen, um dann hinterher im WoW oder sonstigen Inhalten was zu machen, oder? Ja, das wiederum nicht. Das WVW skaliert, also das PvP skaliert dich sofort auf Level 80 und Achso. das WVW gaukelt dir so ein Level 80 vor. Das heißt, es passt so deine Standardwerte Ja, aber wie für so die. Lebenspunkte und so weiter an. Aber prinzipiell natürlich levelt man mit dem Charakter, man lebt mit dem Charakter, das ist Gut, also schon sollte ich eine jetzt wichtige hier eine Entscheidung. vernünftige Auswahl treffen, das sagen wir Genau, mal ich einfach kann so. definitiv schon mal sagen, sehr, sehr einsteigerunfreundlich sind meiner Meinung nach Mesmer und Nekromant. Nekromant vor allem, weil man da so ein bisschen mit den Mechaniken umgehen muss und Mesmer, weil er am Anfang ziemlich schwach ist. Also wer so komplett einsteigt, sollte die Finger definitiv vom Mesmer lassen. Sehr, sehr leicht sind eigentlich Krieger, Waldläufer, Wächter. Mit dem Ingenieur kannst du auch nicht viel verkehrt machen. Also beim letzten Mal hatte ich den Wächter aus irgendeinem Grund, nehme ich jetzt einfach mal den Krieger, so Melee-Klasse, würde ich sagen. So, gut, jetzt kann ich hier irgendwelche Körpermerkmale betrachten oder Genau, verändern, wenn ich das geht will. sogar relativ genau irgendwie, was Augen, Nase und Positionen angeht und so weiter. Also wer Spaß mit solchen Sachen hat, gerade bei Ich Menschen, jetzt ja eher irgendwer hat es, gar glaube ich, nicht, geschafft, aber. Legolas nachzubilden, würde ich 1:1 irgendwie. Das war recht interessant. Muss man jetzt aber natürlich in dem Fall nicht groß machen.
Man kann es niemandem recht machen, wenn ich gerade so in den Streamchat schaue, was die Klasse angeht. Aber sie haben recht, Krieger und Wächter sind wirklich sehr, sehr einfache Klassen. Die Nase verändern, den Mund und den Kiefer. Ich bin ja, muss ich sagen, also wenn ich da jetzt hier nicht so viel mache, das ist einfach nichts, was mich so richtig interessiert. Jetzt mache ich neue Rüstungsfarben. Ist das genau, wichtig? Genau, das ist so für die Einstiegsrüstung. Also, bis man halt eine neue hat, kann man sich so ein bisschen färben. Nein, nein, das ist keine dauerhafte Färbung. Ja, dann... Generell ist das Farbsystem in Guild Wars 2 recht cool, muss ich sagen. Weil man halt jede Farbe, die man so einmal gesammelt hat, behält man quasi in der Hinterhand für den Charakter und kann sie jederzeit wieder benutzen, um damit Rüstung zu färben. Und Farben gibt es, glaube ich, insgesamt, was hat er gesagt, 500? 500? 400? Irgendwie sowas um den Dreh. Also für jeden Braunton ist was dabei. Wenn jemand also was halt so Gestaltungen angeht, hat man die große Qual der Wahl. Okay, und jetzt, genau, jetzt kommen so ein paar folgende charakterspezifische Fragen, die Personal Story so ein bisschen beeinflussen. Die Personal Story läuft quasi parallel zum normalen Leben in so einer kleinen Singleplayer-Welt. Man geht dann immer wieder zu bestimmten Punkten hin und erlebt dann seine eigene Geschichte. Und mit den Entscheidungen, die man in nächster Zeit trifft, verändert man halt diese Geschichte. Ja. Sodass man nicht immer dasselbe machen muss, wenn man mit einem neuen Charakter startet. Okay, ich finde jetzt ja persönlich hier, die Auswahl ohne Helm sieht am coolsten aus. Achso, schön, es ist noch eine Vorauswahl, stimmt. Ja, das ist noch nicht so dramatisch, die Entscheidung. Aber danach wird es halt... Jetzt hier. Auch schwierige Situationen meistere ich mit Charisma, Würde oder Wildheit, ja? Genau. Ah, dann nehme ich einfach mal Charisma. Ist das wichtig? Also kann man das irgendwie jetzt sagen im Vorfeld, dass das irgendwas... Ich könnte dir jetzt erzählen, was dann in deiner Geschichte so ein bisschen passiert, weil ich das ein bisschen auswendig kenne. Aber prinzipiell hat jede dieser Geschichtszweige etwas Interessantes. Okay. Wichtig ist nur, wenn man mit seinem Kollegen zusammenspielen will. Ja. Also die Personal Story ist halt so seine eigene Geschichte quasi. Aber wenn man dieselben Rassen hat und halt genau dieselben Entscheidungen trifft, wirklich haargenau, dann kann man in der Instanz des Kollegen mitgehen und bekommt dann auch einen Erfolg dafür angerechnet, sodass man quasi gemeinsam spielen kann. Wenn man halt darauf nicht Wert legt. Ja? Star Wars The Old Republic, wo es ja auch diese Personal Story, sag ich mal, am Ende oder nicht am Ende, sondern die ganze Zeit gab, wo man dann auch immer nicht mit reingehen konnte, ja? Könnte man sagen, nur dass ich da jetzt waren hier jetzt die Auswahlmöglichkeiten gut. Also ich nehme, also es ist jetzt nicht irgendwas besser oder schlechter, sondern. Genau. Das hängt halt alles so davon ab, welchen Geschichtsweg man geht. Man endet mit Level 30 eh alle an demselben Punkt, wo man dann nochmal eine spezielle Entscheidung treffen muss für einen Orden, den man sich anschließt. Die Ordensgeschichten sind dann immer gleich. Ab Level 50 trifft man dann wieder mit allen Orden zusammen, geht den nächsten Schritt und dann am Ende kann man nochmal von Level 70 bis 80. So eine kleine Entscheidung treffen. Das heißt, man trifft immer wieder an bestimmten Stellen zueinander, dann ist es auch irrelevant, was vorher geschehen ist, weil man ab diesem Moment dann gemeinsam entscheidet. Okay, und das muss ich mir überlegen, wo ich herkomme quasi. Also bin ich auf der Straße aufgewachsen, bei einfachen Leuten oder eben in adligen Kreisen? Ja, das ist natürlich so das Auffälligste, wo man erkennt halt, in welcher Umgebung man aufgewachsen ist. Auf der Straße hat man dann halt direkt irgendwelche Banditen, mit denen man sich prügelt. Bei einfachen Leuten hat man dann halt ein anderes Leben als in adligen Kreisen. Das ist halt, ja, die Personal Story. Ich finde, zu meinem Charisma würden jetzt die adligen Preise, Kreise passen. Eigentlich meint Letos, ich komme aus der Gosse. Ja, ich muss so aufpassen, dass ich dasselbe picke wie du, damit wir gleich auch mal so eine Story spielen können. Ich nehme dann jetzt mal, wir kommen dann beide aus adligen Kreisen, lieber Spieler. Okay, alles klar. Zu den Dingen, die ich am meisten bereue, gehört, dass ich nie nach meinen wahren Eltern gesucht habe. Nie den Leichnam meiner Schwester gefunden habe. Ich habe schon gedacht, oh mein Gott, was kommt da jetzt, als ich nur Leichnam meiner Schwester las. Die Möglichkeit ausgeschlagen habe, im Zirkus aufzutreten. Oh. Ob ich das bereuen soll, das passt irgendwie. Wer weiß, ne? Vielleicht hätte die eine große Zirkuskarriere vorgestanden. Jetzt hier passen die wahren Eltern dazu. So, was habt ihr jetzt davon? So, man sagt, ich habe hat mich gesegnet, als sie noch ein Kind war. War es entweder jetzt die sechs Gottheiten an der Stelle. Rainer ist die Göttin der Heilung, der Luft und des Lebens. Grent, Gott der Dunkelheit, des Eises und des Todes. Balthasar,
Herr der Kampfarena ist Balthasar, der Gott des Krieges und des Feuers. Melandru, Göttin der Natur, der Erde und des Wachstums. Lyssa, Lyssa trägt viele Masken. Sie ist die zweigesichtige Göttin der Schönheit, des Wassers und der Illusion. Oder Koromir, Koromir ist die Göttin der Ordnung, des Geistes und der Wahrheit. Sie war unsterblich wie ich. Sie inspiriert mich täglich, mutiger zu werden und Herz, Geist und Handeln auf dem rechten Weg zu bringen. Was ist da dein Favorit? Oh, Komir, das ist vielleicht so eine kleine lustige Geschichte, hat man in Guild Wars 1 zur Göttin befördert. Okay. Deswegen hat man da immer so Bezug zu, obwohl viele auch einen Hassbezug zu ihr haben, weil sie ein fürchterlich nerviger NPC war. Kann man jetzt sehen, wie man will. Ansonsten bin ich natürlich als Waldläufer eher so mit der Göttin der Natur und des Wachstums verbunden. Aber das musst du, weil das ist dein Charakter, Ja, ne? ich Du hatte musst auch das jetzt hier entscheiden. tatsächlich Cormier vorausgewählt. Von daher machen wir das doch, ne? Mhm, alles So, klar. Cormier, die Göttin der Wahrheit, hat mich gesegnet, als ich noch ein Kind war. Auch schwierige Situationen meistere ich mit Charisma. Ich wuchs in adligen Kreisen auf und meine Ehre ist mir teuer. Ich habe etwas aus mir gemacht und das Einzige, was ich bereue, ist, dass ich nie nach meinen wahren Eltern gesucht habe. Ich bin ein Krieger und auf dem Schlachtfeld trage ich keinen Helm. Deshalb erzittern meine Feinde, wenn sie die furchtlose Entschlossenheit in meinen Augen suchen. Dies ist meine Geschichte. Zeichnet. Ja, ich glaube, wenn ihn geht nicht. Ich versuch's aber trotzdem. Runter. Wenn ihn wird bereits verwendet. Bla bla bla. Ja gut, dann no enough. Das ist Pendeln Was? rückwärts. Ach so, ah, okay. So, jetzt kommt hier was. Ich hoffe, ich habe Sound eingestellt. Sehr gut. Nein, anscheinend nicht. Nicht? Okay. Einst herrschten die Menschen über Doch das leise. Meer. Aber unten steht es ja auch noch mal. Jetzt können wir kaum die Stellung Können halten. wir kaum die Stellung halten. Man hat uns gezwungen, zurückgeworfen und erniedrigt. Aber wir geben nicht auf. Dörfer brennen irgendwie. Nationen sind Viele gefallen. Nationen sind gefallen. Väter bleiben Nur stark. Kryta bleibt standhaft, okay. Wir sind stark im Glauben, Stark im die Glauben, sechs obwohl die schweigen. sechs schweigen. Sechs Götter. In Ja, dem Fall hab ich dann. mir gedacht. Okay. Wir werden Wir werden tapfer Widerstand Widerstand leisten leisten in in Götterfeld. Götterfels, okay. Die Stadt ist mein Schöne Zuhause. Stadt Die Stadt übrigens. ist sein Zuhause, ja. Also wie gesagt, tut mir leid, dass das Ich stamme aus noblen Verhältnissen. Aus Götterfels sehr allein. leise ist, Die ist ja. Privilegien bringen Verantwortung mit Ich stamme sich. aus normalen Verhältnissen, ja, gut, das Geschichte wissen wir ja alle ändert schon. Ich ständig beschütze Einzelne die und unterstehenden einfachen Verbündete. Leute, sie glauben an mich. Ja. Wir verstehen. So ist das. Großer Fehler. Ihr Vertrauen ehrt mich, ich werde sie nicht im Stich lassen. Heute wollte ich mich vor die Stadttore Heute wagen. wollte ich mich vor die Mit Stadttor Blick auf wagen die und die Tore. Welt mit eigenen Augen zu betrachten. Aber als ich Aber Schemor als erreichte, ich wurde Shemor ich von erreichte, Zentauren wurde ich von belagert. Zentaurum belagert. Ne, das ist aber doof. Nachteilhaft, ja. Unschuldige Dorfbewohner sind in Gefahr. Unschuldige Die Dorfbewohner Dorfbewohner sind in Gefahr. Sie brauchen Hilfe. Das heißt nicht. Ich zeige den Menschen, dass Teige wir der siegen können, Menschen, dass wir wenn es siegen auch können und heißt, dass es noch Hoffnung gibt. Passieren öfter solche Sachen, also sollte ich den Sound vielleicht ein bisschen höher drehen mal. Wir haben durchaus einige Cutscenes mit dabei, ja. Doch gerade Was ist jetzt meine in der Geschichte? Personal Story. Genau. Das Dann. Schöne ist halt, dass man die Personal Story mit den Leuten zusammenspielen kann. Du wirst auch gleich sehen, dass ich hier noch neben dir aufploppe. Ja. Hoffentlich, wenn alles gut geht. Ja, okay. Ich hoffe, ich drücke die Und Daumen. um eine kurze Frage aus dem Chat zu beantworten, ich spiele auf Flussufer und wir haben auch da unsere Heimat mit unserer Guild News Event Gilde. Das heißt, falls andere Leute auf Flussufer dabei sind, immer nur herkommen. Also. Ständen, bla bla bla. So. Band des Helden. Oh, das kann ich schon anlegen. Genau, das ist ein Geschenk, was man, glaube ich, bekommen hat, wenn man. War es Pre-Release? Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall bekam man das mit irgendeiner Edition mit dazu. So, jetzt stehe ich hier. Vanyans Kollege. Ach so, das ist Vanyans einer, der so heißt. Kollege. Ich dachte schon, irgendein NPC im Nein, Spiel das bin heißt. ich. Das bin Ach ich. so, Hi. Vanyans Kollege. Das fand ich ja lustig. Oh, bitte, ich brauche eure Hilfe. Warte, erstmal mache ich hier vielleicht irgendwo den Sound lauter. Wo mache ich das? Hier.
Links oben Option oder Escape halt. Achso, Spielmenü, genau. Optionen. Da ist Sound. Ja, die Gesamtlautstärke ist ein bisschen niedrig eingestellt. Mach mal die Musik ein bisschen leiser, aber ich denke overall. Wobei es wundervolle Musik gibt, die da gerade Jeremy ein bisschen Soul leiser macht. Also man hört sie sehr gut, denke ich. Okay. So, F1. Alle sprechen. Rüber zum Gasthaus. Wir beschützen euch im Gasthaus. Oh, sie beschützen uns im Gasthaus. Wir sollen ins Gasthaus gehen. Hm, genau, steht. Es hat sich jetzt oben rechts aktualisiert, da sieht man immer schön die Personal Story, die man verfolgt. Ja. Jetzt, wenn du in deine Castbar schaust, ja, hast du 3 Skills und die 2 und 3 sind noch ausgegraut. Genau, ja. Die levelt man quasi dadurch, dass man seine Waffe benutzt. Also wenn wir jetzt hier vor uns den Zentauren angreifen und der Zentaure wird dabei besiegt, dann wirst du sehen, schalten sich so stückweise deine Skills frei. Mhm. Der Stern auf der Minimap unten rechts markiert immer schön, wo wir hin müssen. Ah. Solchen Stories. Ich habe darauf geachtet, ja, sehr gut. Was halt das Besondere und das Wichtigste bei Guild Wars 2 ist, sind halt, der 6. Skill ist immer ein Highskill. Jede Klasse hat ihren eigenen Highskill. Ja. Und über den Lebenspunkten siehst du so eine Leiste mit zwei, so halbiert in der Mitte. Das ist die Ausdauer, die man für die Dodge Roll hat. Gerade die Cutscene gestartet, ne? Wenn er Hilfe anfordert, tut mir leid. Okay, nee, ist kein Ding. Aber ich kann niemanden entbehren. Ich gehe hin. Hauptmann Thackeray war immer für Götterfels da. Ich werde ihm helfen, wo ich kann. Balthasar segne euch. Mit dieser Einstellung siegen wir. Viel Glück! So. Achso, man sieht ja sogar, wenn du einen. Genau, dann habe ich so ein kleines Symbol über dem Kopf. Deswegen habe ich das gerade auch daraus geschlossen. Du siehst halt über den Lebenspunkten diese gelbe Leiste. Und wenn du da mal mit der Maus draufklickst, dann rollst du dich. Einladen, aber. Okay. Ah, ja, nicht? Ja, doch, klar. Macht Sinn. Dann sehen wir uns nicht auf der Karte schon. Achso, genau. Gelbe Leiste. Bewegungstaste zweimal drücken oder V drücken, um zurückzuweichen. Genau. Dass du doppelt W drückst, rollst du nach vorne. Teilweise auch zur Seite. Ja, und das wo auch immer du hin zieht möchtest. Dann da immer quasi jeweils eine von ab, ja. Genau. 50% Ausdauer kostet so eine Rolle. Ja. Und das ist halt. Ja, genau. Und das ist halt so eine der großen Unterschiede im Vergleich zum Beispiel zu WoW. Ja. Du müsstest jetzt, glaube ich, auch die Fähigkeit, ja. Genau. Was ist das? Bilder. Sieht's wieder? Der Stern führt uns hier oben links hin. Der Karte zur Brücke. Oh, guck mal, ich bin hier hingeklammert. Hier, da hinten jetzt ohne mich die Armzentauren tötet. Ja, Gemeinheit. Sterbt. Okay. Um auszuweichen, achso, ja, das hätte ich jetzt noch machen können, ja. Ich bin genau, noch bei Wild. Da draufhauen und gucken. das ist zum Anfang ganz normal. Man gewöhnt sich dann irgendwann so eine Dynamik an. Wir kommen jetzt hier sogar. Hier müsste es jetzt noch ein, zwei andere Spieler geben, die das machen gerade. Denn theoretisch müssen wir erstmal das Tor verteidigen. Und da das Tor jetzt gerade zugeht. Ah ne, jetzt ist unsere Wette dran, okay. Wir müssen jetzt das Tor hier quasi verteidigen. Achso, okay. Vor den angreifenden Zentauren. Sieht man hier übrigens wunderbar auf der Karte markiert, welchen Bereich man verteidigen muss und von wo die Gegner kommen. Und lädt Barky gehört zu Guild News oder steht ja, das GN nicht für Guild News? Das GN steht für Guild News, doch. Das ist immer das unserer Event-Gilde. Ah ja. Wir haben halt zurzeit. Wie viel? 218 Mitglieder. Also die Chance, dass wir. Adrenalin zu nutzen. Genau, F1 ist dann nochmal so eine besondere Fähigkeit, die man dazu bekommen hat. Und du baust halt bei deinen Angriffen, das ist jetzt so beim Krieger so, Adrenalin auf und der F1-Skill verbraucht dann das Adrenalin. Ist dafür dann eine starke Fähigkeit und je höher halt dieser Adrenalinbalken, der wächst auch mit deinem Level, desto stärker später der Damage. Ah ja, okay. Und wie ist das jetzt mit diesem Level runterstufen? Das geht ja auch, glaube ich, bei Guild Wars. Hättest du das jetzt auch machen können? Also, dass du einfach deinen
Charakter hättest nehmen können, der schon die Maximalstufe, also ich glaube 80. Also hier jetzt ist es jetzt gerade die quasi der Einstieg der Personal Story für komplette Anfänger, ja, das Tutorial, wenn man es so nennen möchte. Das Tutorial kannst du halt nicht nochmal spielen. Das kann ich nicht machen, aber ich kann ab dem ersten Gebiet theoretisch dazustoßen und durch dieses Dynamic Scaling wird man halt runtergestuft. Mhm. Man hat natürlich, das ist ein großer Vorteil, alle Waffenfertigkeiten, man hat die Utility-Fertigkeiten, die hinter der Heilfähigkeit kommen. Die Elite zum Beispiel wird erst mit Level 30 freigeschaltet. Also es gibt schon natürlich einen Vorteil, wenn man mit Level 80 hier hingeht. Aber prinzipiell werden die Lebenspunkte und auch alle Werte, Angriff, Verteidigung, was man halt so braucht, was halt so typische Werte sind, werden halt runtergesetzt auf dieses Level. Je nachdem, was für ein Gebiet das halt ist, auf das Niveau angepasst. Das sorgt vor allem dafür, dass auch jetzt in den Startgebieten mehr los ist teilweise als in den ganz hohen Gebieten. Weil Leute halt mit Level 80 hier trotzdem ihren Loot auch bekommen, der passt sich halt auch an, und es aber ein bisschen leichter haben, weil es halt das Anfängergebiet ist. Gold. Genau. Es gibt dann verschiedene Belohnungsstufen, je nachdem, wie sehr man an solchen Events teilgenommen hat. Da werden wir gleich noch eine ganze Menge von sehen, Dynamic Events, die dann auch so offen in der Welt aufploppen. Und je nachdem, wie sehr man daran teilgenommen hat. An die Verteidigung. Kommen dann die Leute darauf, dass ich jemanden weggeframed habe. Ich habe doch gar nicht gesagt, wir müssen da wieder hin. Ich habe gar nicht gesagt, dass mir jemand Mobs klaut. Oder? Habe ich das? Nein, und außerdem gibt es auch gar keinen Mobs-Klauen an sich. Ja, das wusste ich sogar schon. Jaha. Das ist nämlich auch eine der schönen Besonderheiten bei Guild Wars 2. Dass halt jeder seinen Loot bekommt. Erze, die rumliegen, können von niemandem weggehauen werden mit Spitzhacken. Mobs können nicht geklaut werden, weil jeder, der halt Damage auf den Mob macht, auch seine entsprechende Belohnung bekommt. Das ist ein sehr, sehr faires System. Nicht so schlimm wie in manchen anderen Spielen, wo dann drum gekämpft wird, wer das letzte Erz in dem Gebiet bekommt. Ja, weil dann nur irgendwie mehrfach... jetzt habe ich hier irgendwie... bin ich rausgewinnt, glaube ich. Weil nur ganz viele Leute meinten von wegen, niemand kann dir etwas klauen und ja, richtig banieren. Hab ich schon gedacht, hast du das irgendwann gemacht? Okay, ich hab das gar nicht mitbekommen irgendwie, dass du da irgendwie weggeflammt hast. So, hier sehen wir jetzt... gefragt, ob der von Gildnis... Hier steht jetzt... Hier steht jetzt Champion, genau. Das merkt man jetzt hier im Low-Level-Bereich noch nicht, aber später merkt man halt schon einen Unterschied bei einem Champion. So, und jetzt wird's nämlich richtig interessant. Zum Abschluss dieser Mission erleben wir quasi unseren ersten Endgegner, wenn man so möchte. Ja. Der macht gerade im Menschengebiet, finde ich, ordentlich was her, so optisch. Ups. Oh. Mit Endgegner meinst du tatsächlich Endgegner, nicht, dass der Typ einfach abhaut, sondern er beschwört irgendwas. Ja, genau, so ein riesiges Erdelementar. Macht halt so auf den ersten Blick optisch schon was her als Gegner. Hier wirst du gleich auch, glaube ich, das erste Mal wirklich deine Ausweichfähigkeit nutzen müssen. Ja, das große Vieh, du wirst es. Erstmal spawnen hier kleine Erdelementare und jetzt müsstest du, glaube ich, den großen auch angreifen können, oder? Keine Ahnung, ich habe einfach drauf. Target. Okay. Oh ja, es sieht gut aus. Macht Schaden. Okay, das ist sehr gut. Genau. Achtet auf Trümmer, meint er wohl. Ey, pass auf und weich aus, wenn da was ist, ja? Genau, das ist die Idee dahinter. Bei mir zumindest laden viele Trümmer. Ich weiß nicht, wie das bei dir gerade aussieht, aber... Oh. Okay. Oh. Ist schon vorbei? Ja, ist vorbei. Ja gut, für unsere Charaktere noch nicht, aber für uns. Denn uns haut das jetzt erstmal schön ins Koma. Königtal, kommt nur ein Ladebildschirm. Ja, du wirst gleich in einem Lazarett aufwachen. Für dich ist das noch nicht tot, oder was? Doch. Das ist jetzt storytechnisch begründet, dass wir in dem Lazarett aufwachen. Wo bin ich? Was ist passiert? Ihr wurdet verwundet, als der Elementar explodierte. Hauptmann Thackeray hat euch persönlich hergebracht. Ihr wart 3 Tage ohne Bewusstsein. Ihr hattet viele Besucher, Bürger, die ihr gerettet habt, einige Seraphen und sogar einen Adligen aus der Stadt. Er kam mehrmals her.
Das ist bestimmt Fürst Fahren. Ich muss ihn aufsuchen, sobald es mir besser geht. Was sollte ich jetzt tun? Frische Luft und Bewegung sind die beste Medizin. Die Göttin Dwayna hat euch geholfen. Vielleicht könntet ihr anderen helfen. Das werde ich. Danke, dass ihr euch um mich gekümmert habt. Mögen die Götter euch segnen. Im Tal ist vieles zu tun. Dwayna schütze euch. Dwayna schütze auch dich. Mhm. So, oh, jetzt kriege ich jetzt irgendwelche Belohnungen. Genau, das ist die Belohnung jetzt. Das Abschließen, genau. Und jetzt kriegst du, glaube ich, eine Waffe zur Auswahl, die du in die zweite Hand legen kannst. Ein Horn oder ein Schild kriege ich hier. Genau, und das hängt jetzt ganz nach dem ab, was dir beliebt, was du dir in deine zweite Hand tust. Okay, also ich kann mir einfach irgendeins davon nehmen, das genau. Macht es dann irgendwas, das eine besser? Das gibt dir das gibt die vierten, den vierten und fünften Skill dazu. Ach so. Die fehlen quasi noch, weil du jetzt eine Einhandwaffe trägst, hast du nur die ersten drei. Mit einer zweiten Waffe in der zweiten Hand kriegst du dann 4 und 5 dazu. Oder halt eine Zweihandwaffe, die gibt dann alle 5. Jetzt bin ich Level 3? Nein, 2. Genau 2 anscheinend, ne? So, kann ich diese Kriegshorn mal ausrüsten? Ja, einfach draufklicken und dann auf Ausrüsten drücken. Was ist das hier? Lederbeutel kann ich auch ausrüsten? Genau, mehr Taschenplätze. Können nie schaden. Das stimmt wohl, ja. Okay, gut. Dann. Jetzt bewegen wir uns erstmal raus. Ja. Die freie, offene Welt. Jetzt sind wir quasi im Königintal und können jetzt hier mit den ganz normalen Menschen um uns herum spielen. Okay. Das hier könnte ich jetzt auch mit meinem 80er hin und die Aufgaben erledigen. Ah ja. Wenn du jetzt hier mit dem NPC vor dir gesprochen hast. Ich weiß nicht, ob du schon gemacht hast. Die Felder hinter dann mach's mal. Der erklärt dir so ein bisschen die Umgebung, seit dem was hier passiert. Angriff versuchen die Bewohner ihr Leben wieder aufzubauen. Würde da besonders Herzen einkringeln. Doch, mit den Banditen und quasi, wilden Tieren. Ja, ist das nicht leicht. Es hieß ursprünglich mal, Guild Wars 2 kommt ohne Quests aus. Das ist nur bedingt richtig. Mhm. Durch dieses Herzchensystem, sage ich mal, man hat Quests halt im Bereich dieses Herzens. Das heißt, man bekommt da allerdings verschiedene Aufträge. Man hat jetzt nicht nur Kille irgendwie 8 Mobs, sondern man hat die Möglichkeit, dieses Herz zu füllen, indem man Mobs tötet, Verbündete rest, Sachen abbaut, Sachen besorgt und was auch immer. Man hat da so ein bisschen Variabilität drin, sage ich mal. Aber prinzipiell ist es immer noch ein Quest-System. Wenn ihr euch verbessern wollt, achtet auf spezielle Herausforderungen. Aus diesen Prüfungen könnt ihr etwas lernen. Jetzt erklärt er dir halt, was Waypoints sind, was Herzen sind und so weiter. Diese blauen Dinger, ne? Ja. Wegmarke Festung. Genau. Das ist ein schönes Feature, dieses Kurzreisesystem. Das heißt, für ein paar Kupfer, Silber, je nachdem, was man, wie weit man möchte, kann man halt quer durch das Gebiet und auch quer durch andere Gebiete reisen. Ach, guck mal, das heißt, man hat hier nicht dieses Reit oder dieses Rumfliegen, wie es bei WoW ist irgendwie, sondern man kann hier instant reisen. Die einen sehen es als Vorteil, die anderen als Nachteil. Das muss man immer so ein bisschen selber gucken. Ist der Wegpunkt oder was? Genau, das wäre jetzt ein Wegpunkt. Hier könnte man jetzt einfach so hinreisen, wenn man gerade lustig ist. Okay. Guck mal, ich habe das Horn rechts an der Seite. Ja, ich weiß, es interessiert dich wahrscheinlich weniger. So, ich gucke jetzt hier drauf. Ach, da sehe ich auch den Weg, den ich gelaufen bin gerade, ne, mit dem weißen Punkt. Genau, auf der Karte, genau. Das ist. Man sieht so die letzten Schritte. Ja. Also man sieht jetzt nicht immer komplett, wo man mal gewesen ist, sondern nur einen begrenzten Teil, aber es ist halt mal praktisch, wenn man sich irgendwo durch eine Höhle bewegt oder sowas. Ja. Und man irgendwann die Orientierung verliert. Und das hier links sind irgendwie Händler. Sind das diese ist das dieser echte Shop oder? Nein, das sind hier ganz kaufen. Andere, genau. Bisschen Bufffood, ein paar lustige optische Sachen. Der Itemshop, wenn du es so nennen möchtest, findet sich oben in der Leiste, wenn du den 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bereich anklickst. Da wäre die Schwarzlöwenhandelsgesellschaft. So, das ist das. Ja, und wenn ich da draufklicke, sehe ich halt, verbindet der sich auch anscheinend irgendwo. Ja, mit, das ist halt ein. Im Shop, eine Webseite quasi. Mhm. Und da kann ich halt Sachen kaufen. Was kann man sich da holen, so alles? Also, man, vor allem, und das ist das Wichtige, es sind Sachen, die einem das Leben nur erleichtern, aber halt keinen großen Vorteil zu anderen Spielern geben. Zum Beispiel ist das so, dass man, um Erze abzubauen, eine Spitzhacke braucht. Die hat aber nur 100 Benutzungen.
Das bedeutet, man müsste sich alle 100 eine neue Spitzhacke kaufen. Man kann sich aber auch direkt hier über den, in Anführungszeichen, Itemshop eine unendliche Spitzhacke kaufen. Die hat dazu noch eine kleine, schöne Animation. Allerdings, wenn man jetzt so die Werte Spitzhacke vergleicht... Spitzhacke zum Beispiel, ne? Nur um genau, das... Genau, die. Mhm. Mhm. Und wenn man halt, man kann halt Gold gegen Gems tauschen, das ist zum Beispiel der große Vorteil, aber man müsste, um das jetzt nur mal so zusammenzufassen, was hat man gesagt, 25.000 oder waren es 2.500? Hallo? Auch eine Spitzhacke in Gold wieder raus hätte. Moment mal ganz kurz. Du müsstest bitte, man müsste 25.000 und dann war irgendwie... Okay, man müsste 25.000 Erze abbauen. Um ja. halt den Wert dieser Knochenspitzhacke im Vergleich zu einer normalen Spitzhacke. Also man müsste sich halt alle 100 Benutzungen eine neue Spitzhacke kaufen. Ja. Und man spart sich das so, weil die halt unendlich ist. Aber im Prinzip spart man sich nur das Kaufen einer Spitzhacke und nicht wirklich diese Kosten einer Spitzhacke, denn man bräuchte ja. theoretisch 25.000 Erze, bis man das Geld wieder drin hat. Das heißt, man hat da keinen wirklichen spielerischen Vorteil, sondern einfach nur diese Bequemlichkeit, man muss nicht zu einem Händler und sich eine Spitzhacke kaufen, sondern man hat eine unendliche Spitzhacke. Das sind so beide, das ist so der überwiegende Plan dahinter. Und diese Gems, die kaufe ich einfach entweder in dem Shop oder zum Beispiel auch bei so Keyshops, wie halt zum Beispiel Gameladen, ja? Nur um das ganz genau. kurz zu. Und halt die Option, theoretisch auch die normale Spielwährung. Wenn du nämlich in den zweiten Tab links gehst, Währungsumtausch, kann man auch Edelsteine. Genau, Edelsteine gegen Gold oder halt auch Gold gegen Edelsteine. Das heißt auch für Leute zum Beispiel, die jetzt eine kleine Finanzspritze Gold brauchen, um halt dieses Goldzeller-Problem zu übergehen, können sich einfach für 10 € Gems kaufen und dann selber in Gold umwandeln. Was übrigens auch ein großer Vorteil dadurch ist, dass es halt so ein Angebots-Nachfrage-Prinzip, wenn mehr Leute Gems kaufen und gegen Gold umtauschen, wird auch der Rücktauschpreis wieder ein bisschen günstiger. Für die Leute, die dann Gems sich für Gold ertauschen. Da steht ja auch irgendwie so ein Kurs hier, wenn ich das richtig genau, sehe. Genau, da sieht man auch so ein bisschen... Wenn man selber timen möchte, wie viel Gold, wie viel Gems man wann in Gold umwandelt oder umgekehrt. Okay. Das ist halt gerade für Leute, die das irgendwie, die da wirklich drauf spekulieren, da vielleicht auch mal durch dieses Umtauschen Gewinn zu machen. Ja. Für die sind halt solche Charts lebenswichtig. Also wenn man jetzt nochmal ganz kurz für die Leute, die halt jetzt quasi noch nie das Spiel gespielt haben, ist wie gesagt, sie müssen sich halt Guild Wars 2 kaufen, dann können sie einfach so wie ich jetzt hier auch zocken, nur wenn sie halt sowas wie eine unendliche Spitzhacke oder aber, wenn ich das gerade richtig gesehen habe, irgendwelche Erfahrungsbonusse, die kann man halt auch gegen echtes Geld quasi kaufen, beziehungsweise man kann auch echtes Gold, oder nicht echtes Gold, sondern Gold halt gegen echtes Geld sozusagen über diese Edelsteine kaufen. Das kann man dann entweder hier direkt machen oder halt bei irgendwelchen Händlern, ja. Mhm, ganz genau. Es gibt noch so ein paar Modedinge, die man sich über diesen Shop kaufen kann, halt ein bisschen was Optisches. Mhm. Was die Boost übrigens angeht, da wurde auch am Anfang, war der Aufschrei sehr, sehr groß. Oh mein Gott, XP-Boosts, Karma-Boosts, keine Ahnung, was es da sonst noch gab. Erhöhte Schwimmgeschwindigkeit oder erhöhte Laufgeschwindigkeiten für eine Stunde oder sowas. Das macht alles gar nicht so viel aus. Die Erfahrungsverstärkungen zum Beispiel beruhen nur auf das Töten von Gegnern und eben nicht auf die Belohnung von Quests zum Beispiel. Oder von diesen Herzchen hier in diesem Fall. Deswegen, das macht gar nicht so einen großen Einfluss, sodass die wenigsten das wirklich effektiv nutzen. Es gibt auch die Möglichkeit, in-game über verschiedene Erfolge und über Schwarzlöwentruhen und ähnliche Dinge an diese Itemshop-Gegenstände zu kommen. Nur sind das halt zufällige Gegenstände, die man dann erhält. Also man ist nicht gezwungen eigentlich, kann man, oder man kann überhaupt auch nicht gut spielen, ohne irgendwas zu kaufen, ist ja im Prinzip die Frage. Domi zum Beispiel, Domi hat bisher einmal 10 € investiert. Okay. In einem Jahr, wenn man jetzt so drüber nachdenkt. Das ist, glaube ich, kein Vergleich. Ich erinnere mich noch an die News, die du geschrieben hattest, irgendwie auf Wenn in EU, wo es darum ging, was die Leute in WoW investiert haben. Möchte ich nicht wissen. Das sind sicherlich weit über 1.000 € bei mir. Ich hab, muss ich jetzt sagen, insgesamt 80 € in das Spiel investiert. Mhm. Und das halt vor allem für solche Sachen wie unendliche Spitzhacken, Erntesichern und sowas, weil ich ein fauler Mensch bin. Da stehe ich voll und ganz zu, dass ich ein fauler Mensch bin und dieses ewige zu einem Händler rennen und eine neue Spitzhacke kaufen einfach leid bin. Deswegen, Also, spontan wird mich jetzt ja diese unentdeckte Sehenswürdigkeit mal interessieren. Ich würde mal zu der hingehen. Die ist ja hier direkt. Genau. Es gibt diese... Es gibt eine extra Belohnung, wenn man so ein Gebiet vollständig abschließt. Wenn du mal M drückst und in die Karte gehst, siehst du links einmal Weltenabschluss und einmal Abschluss Königinental.
Und ja. Für den Abschluss eines Gebietes. M drücken. Ach genau. Ja, genau. Weltenabschluss 9%, ja. Königin Tal 4%. Hm? Ganz genau. Und für diesen Abschluss eines Gebietes zum Beispiel kriegt man einen zufälligen Gegenstand aus dem Itemshop, was irgendwelche XP-Boosts oder sowas angeht. Ja, okay. Das heißt, hierüber könnte man zum Beispiel auch mit etwas Glück an die richtigen Gegenstände kommen. Dafür gibt es halt nochmal extra XP, wenn man so ein Gebiet abschließt. Und diese Sehenswürdigkeiten, die deckt man hier halt auf. Das sind meistens irgendwelche Punkte, die haben irgendeine Bedeutung. Teilweise für das Gebiet, manchmal für die Spieler, weil sie irgendwas hier entdecken sollen. Hier zum Beispiel die Terrasse des Trainers ist halt dafür gedacht, dass man quasi das erste Mal seinem Trainer hier am Rand begegnet. Das heißt, bei mir zum Beispiel der Weitläufer-Trainer, hier irgendwo müsste auch der Krieger-Trainer rumstehen. Man lernt allerdings keine neuen Skills bei denen, sondern man bekommt Skillbücher, mit denen man seine Attribute verteilen kann. Ja. Wenn du einmal H drückst, dann kommst du in so ein Charaktermenü. Heldmenü quasi. Genau. Rechts siehst du zum Beispiel deine Attribute, was den Schaden angeht. Das sind halt die Dinge, die dann runterskaliert werden, passend auf dein Level, also von dem Level von dem Gebiet. Das heißt, wenn ich jetzt hier als 80er hinkäme, hätte ich kaum andere Attribute als du. Okay. Und da gibt's halt links noch den zweiten Tab. Da siehst du dann Fertigkeiten und Eigenschaften. Diese Eigenschaften, da kannst du jetzt noch nicht draufklicken, weil es erst mit Level 11 freigeschaltet wird. Da liegt dann quasi der Skilltree drunter und um sich da Bereiche freizukaufen, muss man zwischendurch zu seinem Lehrer gehen. Okay. Ja, was wir aber den Leuten nochmal sagen können, neben wie das Ganze hier funktioniert, dass sie auf jeden Fall, wenn sie sich für Guild Wars 2 interessieren, auf guildnews.de gehen sollten. Oder sie gehen halt, wenn sie es nicht schreiben können, aus was für Gründen auch immer, einfach auf Wenn.eu und dann oben auf den GW2-Punkt. Dann kommt die direkt zu guildnews.de und da sieht auch alles schön. Oh mein Gott, was ist das jetzt? Was? Wir sind so. Wurdest unsichtbar, Massenunsichtbarkeit. Ich vermute, wir haben hier irgendwo. Haben wir irgendwas Mesmerartiges? Ah, nee, das war, glaube ich, eine Explosion. Genau, das ist dann nämlich auch noch so eine Sache. Kombofelder. Aber ich glaube, das geht jetzt ein bisschen zu tief in die Materie. Wir gehen einfach gleich vielleicht mal. Aber guildnews.de eben besuchen. Oder aber, ich poste es auch nochmal. Oder nicht oder, sondern auf jeden Fall auch die Facebook-Seite dazu liken. Also, ihr wisst ja, unsere Facebook-Streams sind im Prinzip. Dieses Video wird auch auf YouTube kommen, denke ich mal, damit man das auch irgendwo hat. Habe ich mir gerade schon zwischendurch die Gedanken gemacht. Aber ich weiß, dass viele von euch Facebook als Newsfeed nutzen. Und falls ihr GW2-News wollt von Sputti, müsst ihr diese Seite liken. Das nur mal als Info. So, okay, dann lass uns da jetzt mal weitermachen, würde ich sagen. Ja, das ist eine gute Idee. Dann folgen wir einfach mal diesem dicken, fetten Pfeil auf der Minimap. Ja, der ist halt zum Einstieg hat man diese Pfeile und Zeichnungen noch auf der Minimap. Das fällt später dann weg. Da sieht man nur noch die Events und halt die Mitspieler. Als blaue Punkte zum Beispiel. Wenn wir jetzt so ein bisschen auseinander gehen, wirst du sehen, dass ich ein blauer Punkt auf der Map bin. Ja, sehe ich, ja. Legst du jetzt den nächsten Wegpunkt auf, das gibt zum Beispiel auch wieder ein paar XP. Das ist auch so eine Sache. Durch Erkunden bekommt man halt sehr, sehr viel Erfahrung hier im Spiel. Was kostet das Reisen nochmal mit diesen Wegpunkten? Ich werde einige Fragen öfter stellen, aber jetzt haben wir ja die erste Ein paar Kupfer. Also gerade zu Beginn, das skaliert auch von den Kosten. Mit dem Level, das man hat. Das heißt, man hat zu Anfang sehr, sehr geringe Kosten von ein paar Kupfer, später sind es dann ein paar Silber. Das geht so ein bisschen mit. Und rechts ist jetzt das Herz aufgeploppt am Bildschirmrand. Und da steht halt, was man machen muss. Helft dabei, das Getreide zu bewässern, Wurmhügel einzuebnen, das Vieh zu füttern, die Felder zu verteidigen. Man hat jetzt hier verschiedene Optionen. Zum Beispiel hier den Wurm, der gerade aus dem Boden gekommen ist, kann man angreifen. Ist schon tot. Das ja, ist so ein bisschen. Ich bin gerade mit dieser Frau am Sprechen, aber. Achso, okay. Was erzählt sie denn Schönes? Och, sie hat Apfelkuchen, glaube ich. Oh, cool. Ja, Apfelkuchen wäre doch was. Oh, ich bin jetzt schon wieder. Ach, also, das ist eigentlich nicht wichtig, was man hier. Genau, das ist halt dieses Herzchenprinzip. Es ploppt auf. Man muss mit niemandem reden, sondern man kann es einfach machen. Okay. Das ist gerade für Leute, die, ich sag mal, schnell durchleveln wollen. Die müssen nicht mal auf irgendwas klicken, sondern können einfach machen. Genau, dann holst du dir hier so einen Futtersack. Oh, hier, erstmal hole ich mir jetzt einen Wurmhügel, was. Oh! Na, da spawnen dann Würmer. Und das gibt halt ein bisschen was auf dieses Herzchen drauf. Rechts in der Seite. An der Seite. Du kannst dir jetzt so einen Futtersack nehmen und damit dann die Kühe füttern gehen. Komm, meine liebe Kuh. Hätte ich dann auch ganz lieb. Ich einfach nur anklicken, ja? Genau, ja. So, wunderbar. Dann hier noch so einen Wurmhügel wegmachen. Genau.
So läuft das irgendwie bei den meisten Herzen ab. Man hat immer die Chance, etwas zu töten, etwas zu sammeln, etwas zu erledigen. Den Wassereimer musst du zum Beispiel links wieder zu der Frau hin. Die hat da so ein Beet stehen und das muss bewässert werden. Oh, das mach ich dann jetzt auch nochmal. Siehst du schon da links die ausgetrockneten Pflanzen? Ei. Wolf? Ein bisschen weiter rein. Oh, ich glaube, jetzt habe ich tatsächlich auch vorbeigedingst, aber naja. Genau, dann. Hab ein bisschen was daneben gegangen, meine Güte. Ja, ja. Ich hier sind halt auch nochmal ausgedorrte Pflanzen, wo ich jetzt bin. Solche Sachen. Was trinken? Ein Wurmbügel. Da bin ich doch dabei. War drauf. Wird's wieder verziehen, der Kleine. Oh, guck mal. Das Schöne ist zum Beispiel auch, du siehst jetzt. Drauf, während ich sie besser. Scheint besser zu kommen. Ja, Entschuldigung. Ja, hier drüben sind auch noch Pflanzen. Achso. Jetzt Die sehen hier auch die drei. Aus irgendwie. Das kann schon mal passieren. Und wenn du links zum Gruppenmenü schaust, da siehst du da das kleine Herz. Wenn du da mit dem Mauszeiger drüber gehst, siehst du, wie weit der jeweils andere ist. Prozent. Das ist zum Beispiel auch so eine schöne Funktion, damit man sich so zurechtfindet. Hey, was muss ich noch machen, was muss der andere noch machen? Okay. Also wir beide bis fast... 83, ja. Oh, warte, hier habe ich eine Gartenhacke, was mache ich mit der? Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde mal vermuten, irgendwas... umpflügen. Was denn wohl? Hier im Garten? War es wohl nicht? Oder hat die Angriffsfertigkeiten, richtige? Nee, weil das ist nämlich auch, man kann so mit der Umgebung interagieren. Eins und zwei. Würmer? Ich kann mal auf die Würmer hacken. Versuch mal dein Glück hier. Nee. Na gut. Also es gibt halt auch viele Dinge, die einfach so rumliegen. Zum Beispiel, jetzt kannst du mit dem Ding auch mit der Hacke auch angreifen, genau. Das ist so das Ding. Es gibt viele Sachen, die so unterwegs rumliegen. Mhm. Bretter, Hacken. Und zwischendurch passiert dann sowas. Da ploppen plötzlich Events auf und wir werden angegriffen. Von Banditen. Kannst du mit Wasser beweisen? Wie kann ich das wieder fallen lassen? Achso, da drin. Genau, ja. Das ist halt ich sag mal in Anführungszeichen, ganz normaler Verlauf in der Guild Wars 2 Welt, dass halt zwischendurch einfach irgendwelche Events aufploppen. Jetzt ist da ein Brief irgendwo oben. Genau, diese Events zählen dann meistens auch immer in der Kombination für das Herz, bei dem man sich befindet mit. Wie das jetzt hier zum Beispiel der Fall war. Und mit dem Brief bekommen wir die Quest. Achso, da hinten kommen noch mehr Banditwellen. Ah, okay. Ganz genau. Wir werden jetzt insgesamt 10 müssen wir hier zurückhalten. Mein Heul-Ding. Ja, genau. Ich habe gedacht, das wär's schon. Das war aber jetzt easy. Es ist auch so relativ easy, sage ich jetzt einfach mal, weil es natürlich das Anfangsgebiet ist. Ja, gut, klar. Ja, ihr seid alle da, hier Dursan und ja auch nicht so, dass sie gar nichts machen gerade. Genau. Was halt auch gerade hier im Königin-Teil, das ist so ein beliebtes Gebiet, um Champions zu farmen. Champions geben einen extra Lootbeutel, auf den viele Leute scharf sind. Und es ist natürlich einfacher, im Low-Level-Gebiet Leute umzuschnetzeln, als im High-Level-Gebiet. Deswegen halt gerade hier im Königin-Teil viele, viele 80er unterwegs sind, die noch nebenbei irgendwas sammeln und so weiter. Wenn man zum Beispiel den Chat gerade so ein bisschen verfolgt hat, dann wird zwischendurch solche Sachen geschrieben wie: der kommt als nächstes irgendein Champion gerade ab. Und so weiter. Das heißt, hier wird es auch so ein bisschen koordiniert in der Community untereinander, wann welcher Boss wo ready ist, um halt da entsprechend mitzumachen. Ich habe irgendeinen Erfolg errungen. Es gibt viele Erfolge, zum Beispiel auch für das Töten der Banditen gibt es Erfolge. Ich denke mal, der wird das gewesen sein. Ja, wahrscheinlich. Oh. Hier hat man gerade so eine Feuerwand gesehen, ich weiß nicht, ob man die bei dir im Bild auch gesehen hat, oder sieht man immer noch. Ja. Und diese Feuerwände zum Beispiel lassen sich mit anderen Skills kombinieren, das sind sogenannte Combo-Fertigkeiten. Auch eine Sache, glaube ich, die bei Guild Wars 2 relativ einzigartig ist. Barrikaden zerstört, wo sind die jetzt? Die sind da vorne, bei dem oberen Waypoint, da können wir jetzt auch mal hingehen. Du möchtest? Du siehst ja auf der Karte schön diesen orangenen Kreis. Wenn du dann mit der Hand, mit dem Mauszeiger oben rechts über das Event gehst, da blickt das auch auf.
der Karte. Wenn du so mit der Maus drüber gehst oben. Das Gold, also was sind halt die Beitragsstufen? Also ich habe jetzt Gold bekommen, ist das so... Ja, Gold, Silber, Bronze. Also ich sag mal, okay, da waren jetzt schon andere Leute dabei, die das gemacht haben. Okay, das war's dann. Genau, das war's dann mit dem Event. Das passiert halt überall ständig und sollte halt auch so sein. Mhm. Okay, gut, jetzt okay, erstmal nach meinem Brief. Genau. Das war hier sichere Reise. Ist die Bäuerin alles nehmen? Hat die denn mir denn was gegeben damit? Die hat uns ein bisschen Geld dagelassen. Ah ja. Sehr, sehr nette Frau. Habe ich gehört. So, okay. Muss mal gucken. Das Herz ist noch immer voll auf der Minimap. Also heißt jetzt einfach weitergehen, ja? Genau, das Herz haben wir jetzt quasi hinter uns. Ja. Die Bäuerin verkauft uns jetzt noch netterweise ein paar Gegenstände. Das ist immer so das Schöne. Diese Herzleute haben da Gegenstände, die sich meiner Stufe oder die dann halt der Stufe des Herzes angepasst sind. Wenn du nämlich jetzt mit ihr sprichst, hast du die Option zu fragen, gibt es auch eine Belohnung für solch tolle Helfer? Ja. Dann kannst du dir hier einen Wurmzahn, quasi ein Accessoire, ein Ohrring für ein bisschen Karma kaufen. Ah ja. Oder ein Wiederverwertungskit, um Sachen wiederzuverwerten oder halt ein bisschen Buff-Food. Hab euch gar nicht gesehen. So kann man sich dann schön... bisher nicht gelootet, glaube ich, oder? Kann das sein? Das kann durchaus sein, ja. Loot ist blinkende Sternchen über den erledigten Feinden. F drücken. Ja, danke für den Hinweis. Habe ich das echt nicht gemacht. Ich einfach F. Okay, und Autoloot, muss ich das extra noch aktivieren? Ja, musst du auch. Also in irgendwo den Optionen wahrscheinlich, ne? Ich schaue gerade mal automatisch plündern. Das ist direkt das zweite Häkchen. Okay. Automatisch plündern, ja. Gibt dann noch die Option plündern im Wirkungsbereich. Das haben die relativ neu dazu gebracht. Es gibt quasi, das ist dann ungefähr, ich zeichne jetzt hier gerade mal auf der Minimap, um mich herum oder warte mal, dich herum. Das ist ungefähr der Kreis, aus dem du den zweiten Strich habe ich verkackt. Ungefähr so ein Kreis, aus dem du automatisch looten kannst. Ah ja, das ist so ganzen ähnlich Umgebung. Wie auch jetzt bei WoW oder damals ZS Vitoria, ja, quasi dieses Flächenlooten. Genau. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal weiter hier zum nächsten Herzchen. Ja, mach mal sofort. Und jetzt hast du gerade im Chat gelesen, ich weiß nicht, ob du da gerade drauf geguckt hast, White Casper hat geschrieben, Bandit, Eiche, wenn noch steht, Spinne, Eber und zwischendurch die Wespe. Das sind halt die Champions, die es hier gibt. Ein Champion Bandit, eine Champion Eiche und so weiter. Und ja, das ist halt, ich sag mal, die Guild Wars 2 Community ist eine relativ freundliche Community. Also hier gibt es halt diesen Neidfaktor nicht. Sondern man möchte halt, damit man selber schneller ist, auch, dass mehr Leute da sind. Und daraus ergibt sich automatisch so eine Dynamik, dass man sich gegenseitig hilft. Hier ist es gerade, sagt mir der Manuel, dass ein Community-Mitglied, also jemand aus dem Chat wahrscheinlich, irgendwie einen GW2-Key verlosen möchte. Das habe ich jetzt nicht gelesen. Ob der noch da ist, ich weiß nicht genau, was Manuel da, schau mal fix, und schreibt mit dem, der den Key gesendet hat. Ja, das gucken wir dann gleich. Wir gehen jetzt einfach mal zum nächsten Herzchen, ne? Das wird so das Sinnvoll zu sein. Genau, das ist nach oben, wenn du wieder hier... Das ist auch ein Waypoint wieder, ne? Oder zu welchem möchtest du? Ich wollte jetzt zu dem hier oben hingehen. Fischern? Genau, zu den Fischern. Okay. Das sind sehr, sehr nette Leute, die Fischer. Okay, die kennst du gut, ich merke das schon. Dann gehen wir mal hin. Lebenspunkte erhöhen sich! Dann läufst du hier nochmal schön über das Feld rüber, das du gerade verteidigt hast. Sprinten, also es gibt, jede Klasse hat Fertigkeiten, die einen schneller machen. Du hast das Horn gewählt, ne? Ja. Dein Fünfer oder, dein Vierer-Skill müsste dich, glaube ich, schneller machen. Benutz den mal. Genau, dann bekommst du so einen Speedbuff für alle um dich herum, für 8 Sekunden. Ah ja, oh, da sind ja die beiden. Hallo. Ihr seid Freunde von Sputti, habe ich gehört. Sehr, sehr nett. Also Travis und ich, wir sind quasi wie... Die Fallen auf feindliche Kreaturen und zerbrecht Lindwürmer. Tötet Lindwürmer und Skale im Fluss. Okay, weil man muss ja mit denen nicht sprechen. Erst hinterher, ne? Genau. Das sind diese Langustenreusen, die fallen. Da kannst du damit interagieren und gucken, ob noch irgendwas da drin, ob irgendwas da drin gefangen ist oder nicht. Okay. Wenn was da drin gefangen wurde, dann darfst du es auch gleich noch erledigen. Hab ich mir fast gedacht, ja. Ja, bisher? Doch, da ist was. Da ist was aufgeploppt. Ein kleines Lindwurmjunges. Ein kleines Junges. Dann F für
Plündern nicht vergessen, ja, wie sonst. Ganz genau. Das war ja auch damals bei dem WoW-Let's Play, bei dem zweiten Versuch, wo Domi und ich nur noch F drücken wollten, um mit irgendwas zu interagieren. Fühlt man sich an, weil man mit F hier wirklich so ziemlich alles regeln kann. Ja. Jetzt können wir uns auch noch so ein paar normalen Flusslindwürmern hier annehmen. Hier gibt's dann auch noch das Event mit der Brutmutter. Hier siehst du das Warnungsschild dafür. Ja. Da muss man halt Glück haben, wenn das gerade aufploppt oder nicht. Ja, das kommt dann einfach irgendwann, also das kann man auch nicht stören oder so, sondern... Genau, man kann es timen mit der Zeit, aber ich glaube, niemand stellt sich hin und guckt alle 2 Stunden, ob jetzt gerade die Mutter, Lindwurm-Mutter gespawnt ist. Bei Champions wiederum ist das anders, da gibt's viele Leute, die dann gucken, wann welcher Champion spawnt. Zählt es aber nicht dazu, ne? Also zu unserer Quest. Was? Quasi. Diese Lindwurm. Das normale Lindwurm töten. Ich hab jetzt gerade nicht drauf geachtet. Oh. Ehrlich gesagt sagen. Es ist weg irgendwie. Ach ne, jetzt. Ja, dann bist du außerhalb der Reichweite des Herzens. Das passiert. Das hat halt nur einen gewissen Radius. Und hier oben gibt es halt direkt das zweite Herz. Da oben. Und wenn du dem halt zu nahe kommst, verschwindet das andere. Verstehe. Ah, neuer kleiner Lindwurm, hallo. Und wenn ich jetzt eins aufmache, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, ja mehrfach, ist es nicht für dich weg, sondern du kannst es einfach auch nochmal aufmachen, ja? Ganz genau, ja. Dadurch haben wir auch die Chance, wenn wir das geschickt timen, dass ich einen Lindwurm rufe und du auch einen Lindwurm rufst. So, und die... Also wenn wir Glück haben. Also wie gerade, ja? Genau. Deswegen ist auch zum Beispiel Questen zu 2, 3, 4, 5 gar nicht so verkehrt in dem Spiel. Das ist gleich, wenn wir unser Herz hier gefüllt haben, müsste ich einmal noch wieder eine News posten. Also eine kurze Pause das machen. Das sollte machbar sein. Du müsstest ja gleich auch schon fertig sein. Ne? Ich habe jetzt gerade schon meine Belohnung bekommen. Bin fast durch jetzt auch, ja. Oder um den Hund. Warte hier, der Flussniveau müsste eigentlich zählen, wenn du in der Reichweite des Herzens bist. Achso, du hast es. Okay, wunderbar. Ich fühle mich stark. Ja. Kann man mit den beiden da sprechen und die sagen, hey, coole Sache. Man kann wieder was kaufen. Willkommen zurück. Genau, hier gibt's jetzt wieder. Was gibt's diesmal? Ah, Linfo. Ja, wieder ein Accessoire. Diesmal ist für Stufe 3. Sind wir noch nicht ganz. Mal gleich noch ein bisschen was aufdecken und das aus der Umgebung erledigen. Okay, ja, dann machen wir das sofort, würde ich sagen, aber ganz kurz die Unterbrechung. Ich spiele euch auch mal einfach lustige 90 Sekunden Werbung ein. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich muss jetzt ja mal warten, also nicht irritiert sein. Cabo Bing. Bowing, was? Hat er was geschrieben gerade? Nicht gelesen? Achso, du bist nicht in-game wahrscheinlich. Oder stand jetzt nicht hier direkt neben. Er sagt, super Aktion, Sputti, bring dem Venian mal GW2 bei. Ja, bin dabei. Ich wollte nämlich gerade auch eine News auf Facebook posten. Wo du jetzt gerade so schön gesagt hast, fiel mir ein, dass ich um 20 Uhr eine veröffentlicht habe. Mm-hmm.
So, ich bin auch gleich fertig, liebe Freunde. Dann geht's weiter. Ach, hier um mich herum tanzen die Leute. Das ist gut. Ich auch anfangen zu tanzen. Also, er hat mir eine Mail mit einem Key geschickt. Ich warte gerade nur noch auf eine Antwort von ihm. Sagt nochmal Manuel. Gut. Ja, dann kümmern wir uns nochmal weiter. Hier das Projekt Stufe 3. Und das nächste Herz ist da oben. Sollen wir da direkt hin, oder was? Ja, das ist eine super Idee. Wo du jetzt gerade auch so schön Level 3 gesagt hast, gibt es vielleicht auch was Schönes zu Guild Wars 2. Ja. Und zwar ist das hier nicht der Fall, dass es so eine Level-Kurve gibt. Das heißt, man braucht von Level zu Level länger. Sondern es ist so, dass es eine Levelkurve gibt von 1 auf 10. Ja. Und ab danach ist es quasi eine gerade Linie. Das heißt, man braucht von 10 auf 11 genauso lange wie von 78 auf 79. Zum Beispiel. Neues Event in der Nähe stand hier irgendwo. Ist hier direkt anscheinend. Mhm, genau. Wir müssen jetzt die Harpien, die hier auftauchen, Achso, die auch besiegen. So. Genau. Das Schöne ist halt, dass solche Events dann auch immer mit auf das Herz zählen. Ah, ja. Sodass man quasi einen doppelten Vorteil hat, wenn man so ein Event erwischt, genau. Jetzt schickt mir die Leute hier Taschen. Schickt die lieber Venjen und nicht mir. Ich glaube, der braucht die eher. Wird die Charakter wahrscheinlich eh nicht lange haben. Mal gucken. Ich spiel immer Weitläufer, also kann nie schaden, mehrere zu haben. Sieht doch immer schön den Radius dieses gesamten Events. Der geht halt genau hier über diese. über diesen Steinbruch. Da drin in dem Bereich, ja. Genau. Gibt's ja halt nebenbei noch diese Dinge, die du halt fürs normale Herz machen kannst. Zum Beispiel das Stopfen der Löcher, die hier. den Leck, den wir hier im Staudamm haben. Das ist kein Steinbruch, das ist ein Staudamm, genau. Ja, okay, wie mach ich den zu? Ja, normalerweise F mit F. Alles klar. Genau. Sagt. Stand ja auch dran. So, wir laufen jetzt langsam, aber sich heraus, können dann aber einmal noch auf die andere Ebene hoch, ne, wenn ich das genau gesehen habe. Und da ganz oben ist sogar noch ein Aussichtspunkt, ein sogenanntes Vista. Da können wir uns gleich auch anschauen. Ah, da, wo diese Karte flattert. Und da ist ein Hub hier. Genau, wo die Karte flattert. Das ist halt auch, Guild Wars 2 hat halt noch ein paar andere schöne Sachen, zum Beispiel Jumping Puzzle. Da werden wir nachher auch noch in 1 reingehen. Bin ich zumindest stark dafür. Bin ich mal gespannt, was deine Jump'n'Run-Skills so hergeben. Nicht so gut, glaube ich, aber ja. Ich schick dich nicht in das Schlimmste, also was heißt Schlimmste, aber es gibt im Low-Level-Gebiet der Azura 1, das ist relativ hart. Aber das hier im Königintal ist relativ entspannt. So, du hast dein Herzchen auch schon fertig, sehe ich gerade. Oh, ja, stimmt. Jetzt sind wir hier nur noch bei Harpien. Bei dem Event, genau, Harpien. 60% Moral. Wir geben uns nochmal eine Stufe höher, dann können wir nämlich gleich zu dem Vista kommen. Ja. Sieht halt noch 50% Moral, das heißt nochmal genauso viele Harpien umlegen, wie wir bisher hatten. Okay, ja. Diese Events skalieren, je nachdem wie viele Leute da sind. Das heißt, wären wir jetzt hier nur zu zweit zum Beispiel, dann hätten wir deutlich weniger Harpien. Im Low-Level-Gebiet ist das meistens noch so, dass das so ein bisschen mit der Masse spawnt. In den höheren Gebieten ist das dann so, dass die Mobs einfach drastisch stärker werden. Ja. Gerade im 80er-Gebiet ist das dann, wenn man mit sehr vielen Leuten da ist, da gibt es dann diese Monster, die dich one-hitten und ähnlich. Einmal hier so ein bisschen runterrutschen auf den Holzbalken, wo ich bin. Ja. Ohne wie Durzan gerade abzustürzen. Und dann den Sprung hier rüber. Dann knapp hier hoch. Hier auf die Kante und dann sind wir schon beim Vista. Vista liegen meistens so, dass man eine leichte Erhöhung hat und sie zeigen dann halt immer so eine kleine Sequenz, wenn man das anklickt. Ja. Wo man dann die Umgebung ein bisschen besser kennenlernt. Hier jetzt in diesem Fall den Staudamm. Das ist halt eine ganz normale Ingame-Grafik, ne? Nicht gerendert. Genau, die ganz normale Ingame-Grafik. Das heißt, wenn jetzt hier Leute rumlaufen und sich prügeln, dann sieht man das auch. Haben wir ja gerade auch, glaube ich, uns beide hier am Rand gesehen. Wir standen. Und am Ende kommt ein weißes, grelles Licht, was, wenn man im dunklen Zimmer ist, ziemlich... Ich habe es gerade wieder gemerkt. So, währenddessen haben hoffentlich unsere Kollegen jetzt hier mal langsam die Harpien weg. Das ist halt auch das Schöne. Man kann halt... Ja, das Schöne und auch gleichzeitig so ein bisschen der Nachteil ist natürlich, dass man das ein bisschen leechen kann. Das heißt, dass man einfach dann ein Event... Und dann genau.
Das ist, da hängt es ja davon ab natürlich, welche Belohnungsstufe man bekommt. Macht man nur kurz mit, erhält man dann halt nur Bronze. Macht man ein bisschen länger mit, erhält man dann halt Silber bzw. ja. Gold. So kommt das halt zustande. Und Fähigkeiten kann man ja, wie gesagt, dann später noch mehr dazu bekommen, wenn ich das... Genau. Gerade hier durch die Utility-Fertigkeiten, die werden halt bei Stufe 5, 10, 20 und 30 freischaltet. Achso, das ist das schon vorbei, deswegen flüchtet dieser Habche von mir. Ganz genau. Dann würde ich mal sagen, wir gehen runter zu dem Waypoint, den wir noch nicht entdeckt haben. Waypoints, die wir halt noch nicht entdeckt haben, können wir noch nicht bereisen. Das heißt, es ist ja klar, wenn man jetzt so von Anfang an ins 80er-Gebiet könnte, ja. Wäre es ein bisschen merkwürdig. Weil ich gerade gefragt wurde, ich finde es bis jetzt wirklich ganz gut, auf jeden Fall besser als dieses verwirrende Azura-Erlebnis, was ich da hatte, aus irgendeinem Grund, keine Ahnung warum. Nein, also es ist jetzt bis jetzt ganz interessant, ist natürlich auch einfacher, wenn man da jemanden dabei hat wie Sputti, der hier mir einiges erklärt und so weiter. Na, oh, jetzt bin ich schon über Level 3, sehe ich ja gerade. Genau. Du siehst jetzt auf der Karte auch noch da vorne so grüne Punkte, so kleine Pflänzchen auf dem Boden. Das sind zum Beispiel Dinge, die man abernten kann. Hier in dem Fall Kräuter, Karotten und ähnliches. Das braucht man zum Beispiel zum Kochen. Wenn du jetzt eine Erntesichel hättest, könntest du die dann einfach jetzt hier abernten. Die hier. So. Wir gehen jetzt auch mal so ein bisschen so in. Genau, und das war dann gerade eine Erntesichel, die der Durzahn da hat, mit einem besonderen Effekt. Dieses sprudelnde Wasser. Das sind halt solche Sachen, die man dann im Itemshop kaufen kann. Normalerweise würdest du das Ding einfach nur abernten und Durzi hat halt noch so eine kleine Animation mit dabei. Okay. Ups. Wenn du jetzt einmal H drückst, können wir auch noch mal drüber sprechen, ist halt im zweiten Tab, vielleicht einmal kurz die Tabs durchgehen, die Geldbörse. Da sind halt die ganzen Sachen drin, die man bekommen kann. Edelsteine im dritten Tab, ja. Links. Ja, okay. Die Geldbörse. Da sieht man dann halt alle Währungen, die es hier gibt. Lorbeeren bekommt man durch tägliche und monatliche Erfolge. Zu den Erfolgen können wir gleich auch einmal ganz kurz schauen. Ruhm zum Beispiel aus dem PvP, Ehrenabzeichen aus dem WVW. Und dann gibt es hier noch die Dungeon-Marken, die man sammeln kann und ähnliches. Das hat man jetzt seit neuem alles halt in so einer Übersicht, weil auch hier ein paar Leute dabei waren, die früher mal Guild Wars 2 gespielt haben, aber jetzt schon länger nicht mehr. Das ist halt so eine neue Sache, die ist charakterübergreifend. Das bedeutet, wenn du jetzt hier Gold sammelst, kannst du die mit deinem nächsten Charakter direkt benutzen. Muss natürlich ein bisschen aufpassen, man kann jetzt hier nicht irgendwo Geld einlagern quasi bei einem Charakter und sagen, da greife ich mal auf späte Zeiten zu. Mag der ein oder andere auch so ein bisschen als Nachteil sehen, aber prinzipiell ist das eine gute Sache, alles so auf dem Account zu haben und nicht immer alles hin und her schicken zu müssen. Ist hier noch irgendwas mit dem Gildenwald gefragt im Chat? Ich weiß nicht genau was, vielleicht kannst du mal gucken, was das war. Und wenn ihr einen Invite in unsere Gilde möchtet, müsst ihr nicht viel mehr machen, als mich einmal in-game anschreiben, Schutti, und dann mache ich das sofort, ist kein Problem. Im vierten Tab siehst du dann deine Personal Story. Einmal den Text, den du ausgewählt hast, und dann halt die... Ich mach sofort. Ich schreibe gerade manuell, dann bin ich sofort da. Alles klar. Wir verlosen gleich auf jeden Fall dann diesen GW2-Key, den wir da bekommen haben. Ich übernehme schon mal keine Garantie dafür, dass der echt ist, ja? Wirklich funktioniert, ja. Genau, das kann man halt nicht sagen, aber ihr könnt es ja ausprobieren. So, willkommen zu Hause. Das ist halt die... Geschichte. Genau, das ist die nächste, das ist der nächste Teil der Personal Story. Das können wir gleich auch nochmal machen, dann gehen wir auch durch Götterfels, mal kurz das Städtchen mal angucken. Da gibt es darunter noch die Berufe. Die Berufe, es gibt 8 Stück in Guild Wars 2, kurze Erklärung, und man kann alle Berufe erlernen und leveln. Kann ich draufklicken? Nee, weil du es noch nicht erlernt hast, keinen Beruf. Okay. Steht da auch bei. Also man kann theoretisch alle 8 Berufe mit einem Charakter erlernen. Man kann auch das Skill-Level behalten. Also man kann zwei. Zwei hat man immer permanent gleichzeitig. Und man kann diese zwei dann hochleveln und dann durchwechseln und sagen, zum Beispiel, ich bin jetzt Konstrukteur, der stellt Waffen her und also bestimmte Waffen, Stangenwaffen vor allem. Und ich bin Lederer, der macht mittlere Rüstung. Und ich möchte jetzt noch dazu Juwelier werden, also für die Schmuckstücke, für die Ringe und so weiter. Dann verlernt man einen der anderen Berufe, behält aber das Skill-Level bei. Okay, und also wenn man das dann wieder zurücklernt. Dann muss ich nicht wieder von neuem anfangen, ja. Genau. Dafür kostet das, je höher der Skill-Level ist, desto mehr kostet das, wenn man den wieder erlernen möchte. Nicht dramatisch viel, aber halt ein bisschen was, sodass man nicht permanent durchwechselt. Der nächste Tab, das wäre dann die Liste von Erfolgen.
Ja, bin ich drauf schon, weil auf den anderen komme ich ja Okay, nicht. siehst du dann, es gibt Belohnungstruhen, je mehr Erfolgspunkte du sammelst, und es Ja. gibt halt links in der Sidebar einige Erfolge zur Auswahl. Unter anderem zum Beispiel die täglichen Erfolge, davon muss man einmal täglich 5 Stück abschließen, 5 Ja. beliebige, und kriegt dann halt eine extra Belohnung, unter anderem diese Lorbeeren, die man dann gegen verschiedene Dinge eintauschen kann. Ganz vorne hat man halt so eine Übersichtsliste, was hat man als letztes abgeschlossen, wo ist man kurz davor, was abzuschließen, solche Sachen. Ja, hier sehe ich so zum Beispiel bei den täglichen Erfolgen unterschiedliche Tötungen, wahrscheinlich unterschiedliche Monster, ne? Also, Genau, unterschiedliche Rassen, ja. Der ja. Monster, Ich ja. bin jetzt von bei 6 von 13, du wahrscheinlich auch. Nee, ich Und. hab's vorhin schon mit einem anderen Charakter. Das ist Ach so, Charakter, genau, das ist ja, Account-gebunden. okay. Die Erfolge allgemein sind Account-gebunden, auch die täglichen, monatlichen. Weswegen ich die tägliche bereits fertig habe. Als pflichtbewusster täglicher Spieler. Ja, und ganz unten gibt's dann noch Todesstöße. Die Ach sind so. fürs PvP und WVW. Da, das gibt es, also wenn man im PvP jemanden tötet, dann kann man denjenigen finishen mit F. Und also man ist nicht sofort tot, sondern man kommt in so einen Downstate. Das haben wir euch noch gar nicht gezeigt, weil du noch nie nah dran warst zu sterben. Ja. Müssen wir gleich mal irgendwie manuell für sorgen, dass du Oh stirbst. ja, das kenne ich, ja. Genau, und wenn man dann halt jemanden direkt besiegen möchte, kann man sich so spezielle Finisher freischalten, die dann eine lustige Animation beim Finishen hervorrufen. Das ist halt so ein kleiner Anreiz für WVWler und PvPler. Ein paar kann man durch Spielen bekommen, ein paar halt auch über den Itemshop, damit man auch da die WVWler ein bisschen Kreaturenschrot wird kitzelt. vom Gebet des Kanin oder Geist des Kaninchens gesperrt. Das kann ich also quasi schon freischalten aus irgendeinem Grund. Kaninchen-Todesstoß. Ja. Okay. Warum? Weil du. Keine Ahnung warum. Hast du Auf schon mal jeden PvP Fall. gespielt? Nein. Ich weiß es nicht. Ich meine, das werden wir jetzt hier eh schlecht zeigen können. Dazu Ja. müssten wir jetzt ein bisschen PvP spielen Ja, gehen. nein, nein. Okay, ja, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir machen uns mal auf zur Hauptstadt. Die ist wieder Dann zurück, machen wir oder noch was? ein. Genau, dann machen wir noch eine Personal Story. Auf jeden Ja. Fall und laufen so ein bisschen durch die Stadt, weil gerade Divinity's Reach Götterfels sieht sehr, sehr schön aus. Wir können jetzt theoretisch wahlweise laufen oder wir nutzen den Waypoint, Oh, dann nutzen Shermo. wir doch mal den Waypoint. Haben wir ja noch nicht gemacht. Wo ist der nochmal Das. gleich? Ist hier direkt in der Nähe, oder? Rechts davon. Du müsstest Da. mich da sogar sehen mit so einem blauen Punkt. Wenn du herreisen möchtest. Nicht der Waypoint hier, wo ich stehe? Wenn du mal auf die Ich bin Karte jetzt. guckst. Ich bin jetzt zu einem anderen gereist, näher an der Stadt dran. Aber Du das hier hier wäre doch guckst. der Waypoint, oder nicht? Wo ich jetzt Das stehe? wäre. Ja, du musst nicht Du zu musst einem hier nach Waypoint hier. gehen, Ach so. sondern du kannst über die Karte, wenn du M drückst, Ach auf den Waypoint klicken so. und reisen. Und da wahrscheinlich dann einfach zu dem, wo du halt stehst. Ganz Der genau. kostet mich 5 irgendwas. 5 Kupfer, ja. Das ist nichts Dramatisches, wenn wir überlegen, dass wir jetzt irgendwie 60 Kupfer für ein Herz bekommen Ja. haben. Würde ich sagen, kann man theoretisch 12 Mal mit reisen, das sollte passen. Spart man sich halt die Laufwege. So, wie gesagt, den GW2-Key, den wir hier haben, machen wir am Ende, würde ich sagen. Und ich laufe dann da hinten zu zu diesem Instanzportal, ja, wenn ich das richtig Genau, sehe. und da geht's dann in die Stadt. Es sind halt die einzelnen Gebiete von Guild Wars 2 sind halt voneinander abgegrenzt. Distanziert, wenn man's so nennen möchte. Die Gebiete an sich, aber halt das. Ansonsten ist es halt in dem Gebiet, ist es quasi eine Open World. Das ist jetzt gleich die Hauptstadt der Menschen, in die wir uns jetzt begeben. Götterfels. Ganz genau. Ah ja, und guter Hinweis da von Letos gerade: Das Reisen in Städten ist kostenlos. Das heißt, wenn wir uns jetzt hier durch die So. Hauptstadt bewegen. Dorasan, hallo. Ja, diese grünen, du siehst so grüne Punkte auf der Minimap, die führen uns Ja. jetzt zu unserer nächsten Personal Story hier in dem Gebiet. Ah ja. Dass Die man schon. die Geschichte quasi nicht aus den Augen verliert. Das ist jetzt ja, die Hauptstadt der Menschen. Hier ist, na, ich sag mal, relativ wenig los, weil viele sich in Löwenstein aufhalten. Das ist so die allgemeine Ja, die kenne ich sogar Hauptstadt. schon. Da war ich mal in irgendeiner Beta, glaube ich. Was ist das hier? Also hier geht's hoch in die nächste Ebene von So. Götterfels. Ah, okay. Müssen wir jetzt aber nicht unbedingt hin. Man hat so schön gerade in den Nachthimmel schaut. Wir haben halt gerade Nacht in Game. Ja. Schon. Sieht schon echt schön aus, finde ich. Also grafisch generell. Macht meiner Meinung nach Guild Wars 2 viel her. Was macht dieses Du bist's?
Da war da irgendwas gesagt, du bist mit deiner Fangen. Achso, ja, genau, die, ja, das sind halt die NPCs, die hier untereinander reden. Lust zu töten, steigt! Hier sind einige lustige Gespräche auch bei. Ja. Ein paar Leute unterhalten sich darüber, wo das in Löwenstein zum Beispiel, wo die Kanalisation wirklich hinfließt und solche Sachen. Okay. Viele Dinge davon möchte man auch nicht wissen. Da hinten gibt's auch, da hinten gibt's ein Haus, wo es zwei Leute drin treiben. Du hörst die stöhnen. Wobei von offizieller Seite mal gesagt wurde, dass da angeblich nichts drin stattfindet, kann mir keiner erzählen. So wie die da stöhnen müssen, können die nichts anderes machen. Ja, und bei Gameline habe ich gerade gesehen, kostet das Spiel im Moment 31,90 oder so. Könnte natürlich noch den 5%-Key anwenden von diesem Monat. Oder zumindest. Und hier geht's dann, genau, hier geht's dann in die nächste Instanz. Treten, ne? Und wenn wir jetzt, und ich kriege jetzt die Möglichkeit dazu zu kommen. Ah, ja. Weil es halt eigentlich deine Geschichte ist. Und wenn wir jetzt halt die exakt selbe Geschichte haben, was wir glücklicherweise haben, kriege ich auch den Fortschritt. Genau. Ansonsten müsste man jetzt halt... Rein darfst du immer, aber du würdest halt... Rein darf man immer, genau. Ich kriege nur keinen Fortschritt im Normalfall. Das ist deine, übrigens deine eigene Heimatinstanz. Hier kannst theoretisch nur du rein und hier siehst du auch mit der Zeit so ein paar Veränderungen drin. Okay. Wenn du bestimmte Stellen abgeschlossen hast. Das hier mein Homie, der Fürst Fahren. Möge Lissa euch helfen. Hallo. Je nachdem. Er wirkt wie ein Homie, ja, aber wer weiß. Der Held von Shaymo ist wieder da. Kommt, seht nur. Alle Freunde und Nachbarn heißen euch zu Hause willkommen. Ein Festfahren? Für mich? Oder ist das nur ein Vorwand, eure Freunde zusammen zu trommeln und meinen Weinkeller zu plündern? Unsinn! Helden sind einfach sehr beliebt. Diese netten Leute wollten euch nur gratulieren und euren kühnen Sieg feiern. Und ihr bestandet darauf, dass meine feinsten Speisen und Getränke aufgetischt werden. Ihr habt es verdient. Trotzdem, das war nicht alles mir zu verdanken. Euer Personal war sehr hilfsbereit, sogar eifrig bemüht, den Ablauf zu erleichtern. Ich wünschte, meine Diener liebten mich nur halb so sehr. Aber ich bin eben auf andere Weise liebenswert. Je weniger Worte darüber, desto besser. Ach ja, der Fahren. Und jetzt hört auf zu feixen. Genießen wir meinen Entenbraten und meinen besten Brandy. Hört sich jetzt auch nicht unbedingt nach so richtig geil nett an. Ja, er ist ein wenig hochnäsig. Aber man lernt über die Zeit, auch weniger durch die Personal Story, sondern mehr durch die Living Story, die lebendige Geschichte, die jetzt gerade in Guild Wars 2 oder die generell immer in Guild Wars 2 stattfindet, dass der liebe Herr Fahren auch eine zarte, nette Seite hat. Meine Damen und Herren, ich präsentiere den Helden von Shaymor. Genießen jetzt hier das Fest mit den Edelmännern. Ich habe gerade noch im Chat gelesen, sieht so ein bisschen leer aus im Spiel. Oder um es mit dem Wort zu sagen, boah, ist das leer. Das sieht nur so aus. Ich meine, wie viele Leute behalten sich in der Hauptstadt der Nachtelfen auf? Woher sieht das da so aus auf einem deutschen Server? Möchtet ihr eine Erfrischung? Ja, auch sehr leer, ohne Frage. Ja, deswegen, also danach würde ich halt an der Stelle nicht gehen. Habt ihr die Festigkeiten ausreichend genossen? Ach ja, würde ich mal sagen. Ich selbst bin der Fall überdrüssig. Ich sage Bediensteten, dass wir uns zurückziehen. Oh, das hört sich ja gut an. Ah, jetzt geht's ins Separé mit ihm. Wer sind die? Das sind Banditenspeer. Ah. Hilfe, Mörder! Oh oh. Ja, wie es zu erwarten war, ne? So ein Fest läuft selten in Ruhe ab. Ich wünschte, ich könnte. Ja gut, nicht auf jedes Fest kommen Banditenspeer, aber... Ja, wer weiß, ne? Dafür meint er, würde ich sagen, oder? Das ist ein guter Plan, ja. Oh. Also die sind sneaky, die stellen sich hier auch um Ecken, um uns zu verwirren. Die Frage, wo ist Fahren? Oh, kommt eine Cutscene? In Anführungsstrichen? Ich habe Fahren brüllen gehört. Wo steckt er? Diese Schläger haben ihn die Straße runtergezerrt. Sie werden ihn umbringen. Oh nein. Ganz ruhig, seht nach den anderen Gästen und schaut, ob jemand verletzt wurde. Ich kümmere mich um Fürst Fahren. Ja, dann würde ich sagen, auf. Ja, guck mal, retten wir das arme Kerlchen, ne? Ja, was ist er denn hin? Ach, du nimmst hier die Abkürzung. Ja, okay. Ich dachte, stand das da drauf, ehrlich gesagt, aber... Nee, ich stehe noch hier oben, hab noch ein paar Banditen mitgenommen, aber kein Problem, ich komme runter zu dir.
Oh, jetzt komme ich zumindest dann auch wieder in die Nähe von. Ich versuche dich mal jetzt umzubringen. Ich hoffe, das klappt. Ich habe mich ein bisschen was zusammengepult. Das kann man so sagen, dass du es hast. So, und jetzt sehen wir gleich fertig. Genau, das ist der Downstate. Genau, und sobald halt ein Gegner getötet wird, stehst du wieder auf. Das sogenannte Sammeln. Das kennen zum Beispiel einige Leute auch aus Borderlands. Da haben wir zum Beispiel auch so eine ähnliche Mechanik. Und die Idee dahinter ist halt, dass man in unserem angeschlagenen Modus ist, wo man wahlweise gerest werden kann von Verbündeten durch die Taste F. Oder, also jeder kann resten hier, nicht so wie im WoW, wo das nur bestimmten Klassen vorbehalten ist. Und was halt auch wichtig ist, du bist schon hier. Ja, ich hatte nur gedacht, ich könnte vielleicht noch looten, aber naja. So, findet Fahren und rettet ihn. Wir müssen. Mal sagen, dass wir hier so rein müssen. Weil hier geht zumindest der ursprüngliche Plan lang. Du bist halt so kleine Abkürzer. Du siehst nämlich die Pfeile auf der Karte. Ja. Wie du eigentlich laufen solltest. So, ich habe also quasi die Abkürzung genommen, ja. So. Sollten wir nämlich drin, aber jetzt müsste irgendwo hier in dem grünen Gebiet müsste aber schon sein, eigentlich der gute. Ach, da hinten ist eine Tür. Da siehst du schön mit so einem Stern versehen vor uns eine Tür. Jetzt da sollten wir mal anklopfen. Mal so Hallo sagen, vielleicht antwortet wer. Ihr siegt, das ist gut. Mach mal, klopf. Oh. Ich glaube, die wollten nicht, dass wir da reinkommen. Nicht so richtig. Da kommen noch mehr. Du wolltest auch wissen, ne? Ah, da ist er. Da ist unser Gegner. Der ist jetzt ein bisschen schwerer, der hat halt so einen bronzenen Rahmen um sich herum. Ja, okay. Im Normalfall, also zu zweit schafft man das ja eigentlich immer relativ gut. Das sieht ja auch gut aus, ne, sag ich mal. Ja, und jetzt müsste da drin so gut erfahren irgendwo sein. Fahren? Ich würde sagen, du guckst mal oben, ich guck mal unten. Ja, hier ist er. Hi. Ah, okay. Ha, vielen Dank. Ich fühle mich jetzt viel besser. Yo, Bro. Ja, was sich jetzt vor uns verbeugt. Bin ich froh, euch zu sehen. Obwohl ein einfaches Schmarotzer rausgereicht hätte, um mich auf der Feier loszuwerden. Ich werde es mir merken. Irgendeine Idee, wer die Kerle waren oder was sie wollten? Nein. Ich habe nur gehört, wie sie über einen Bauernhof in Shaymor geredet haben. Da wollten sie mich mit dem Rest der Geiseln einsperren. Dann habe ich noch mehr zu tun. Ich kann nicht euch retten und die anderen umkommen lassen. Schlechter Stil. Ich bin dabei. Ich bin zwar kein zentaurenmordender Berserker wie ihr, aber ich kann auf mich aufpassen. Wir treffen uns dort. Ja. Kommt zu Hause abgeschlossen. Ah, jetzt kann ich hier irgendwie Handschuhe holen. Ich nehme entweder welche mit Kraft. Kraft, würde ich sagen. Das ist halt der Schaden, den man macht. Präzision ist die Crit-Chance und Vitalität ein bisschen zusätzliches Leben. Was gibt's da noch? Grobes Wiederverwertungskit? Genau, Wiederverwertungskits sind. Also man kann mit Wiederverwertungskits eine Gegenstände, Rüstungen zum Beispiel, wiederverwerten, die man nicht braucht. Und dafür bekommt man dann, ich sag mal, als Belohnung zusätzliche Handwerksmaterialien, die man benutzen kann und einen kleinen Bonus, den man dann in Magic Find, in magisches Gespür investieren kann, und das erhöht wiederum die Drop-Chance. Ist jetzt ein bisschen kompliziert zu erklären. Ich glaube, da brauchen wir auch gar nicht zu sehr hier drauf eingehen. Ja. Und ich habe das Bereichslooten irgendwie nicht aktiviert. Sollte ich vielleicht einfach mal machen. Und ich dachte, das wäre schon dran. Du musst jetzt, glaube ich, in den Optionen, geh mal einmal in die Option, gemacht, dann unter Steuerung. In dem Bereich Steuerung musst du, glaube ich, auch noch mal eine Taste dafür einstellen. Ach echt? Ja, du musst dafür noch plündern im Wirkungsbereich. Ja, habe ich jetzt eigentlich gemacht. Optionen und dann Plündern im Wirkungsbereich beim Interagieren. Und ich dachte, wenn das jetzt mit F, dann geht das nicht. Hallo Dursan, hallo Heimadine. Doch, müsste gehen. Bin hier immer noch rum. Was ist das? Das sind. Dursan. In einem. Luis,
Übrigens unsere beiden News-Schreiber, wenn du so möchtest. Ja. Achso. Einmal den ist Raffi. Raffi, den du letztens freigeschaltet hast. Ja. Du kannst immer in so einen Anzug steigen. Das ist so die Elite-Fähigkeit von einem Azura. Dann bist du so ein Bull im Kampfanzug. Aber nur für eine kurze Zeit, oder? Ja, nur für eine kurze Zeit. Ist aber ganz lustig, so in dem Golem zu stecken. Oh. Ich würde sagen, wir gehen jetzt noch mal ganz kurz nach Löwenstein. Da ist dann noch ein bisschen mehr los, um das einmal den Leuten zu zeigen. Und dann... Ich weiß ja nicht, wie lange du das hier noch machen wolltest. Ich dachte so 2 Stunden... Da sind wir gut dabei, alles klar. Also wir haben noch ein bisschen Zeit auf jeden Fall. Okay. Geht's hier durch diesen Vorhang nach oben? Achso, durch diesen Vorhang, ja. Ja, und dann flipp. Bist du ein Stockwerk höher. Quasi der Instant-Teleporter. Hier oben gibt's dann ein Portal nach Löwenstein. Dieser lilane große Punkt auf der Karte. Die sind Azura-Portale. Ich bin hier drin langsamer, habe ich das Gefühl. Nee, das fühlt sich nur so an, weil du größer bist. Das ist wirklich so. Von der Geschwindigkeit her tut sich da nichts. Da ist unten rechts auf der Minimap jetzt so ein rosa Punkt. Ich weiß nicht, wie weit du rausgezoomt hast auf der Karte. Ja. Da müssen wir hin. Das Portal, Oh ja, das sieht man hier auch relativ gut. Diese Azura-Portale verknüpfen halt die wichtigsten Orte, die Hauptstädte zum Beispiel mit Löwenstein und solche Dinge. Azura-Portale nach Löwenstein. Darüber kommt man da quasi kostenlos durch die Gebiete. Das heißt, man muss noch nicht mal zum Reisen über größere Strecken in irgendeiner Weise Geld ausgeben. Wenn man nicht zu faul ist und halt diese Portale benutzt. Ich bin eher so der faule Typ und porte dann für ein paar Silber. So, dann schauen wir mal. Ja, Guild Wars 2 kann gut so 30 GB Festplattenspeicher inzwischen brauchen. Es kommt halt wirklich alle 2 Wochen kommt ein bisschen Content dazu. Das summiert sich dann so über die Dauer. Ja, hier war ich schon mal. Da unten ist jetzt irgendwo ein schöner... Oh. Ihr wurdet in den Löwenstein-Überlauf verlegt. Ihr befindet euch in einer Warteschlange. Das ist perfekt eigentlich, möchte ich jetzt fast sagen. Denn das zeigt, wie voll Löwenstein zurzeit ist. Das fasst so ungefähr 300 Leute. Und wenn diese 300 Leute halt den Serverplatz belegen, dann wird man in den Überlauf-Server geschoben. Ja. Ja, das zeigt, wie gut besucht immerhin Löwenstein noch ist. Nur so gerade einmal entgegen des, oh mein Gott, da sieht alles so leer aus. Ja. Diese Überläufe werden übrigens von allen, da werden dann alle Sprachen, alle Länder und so weiter so ein bisschen zusammengepfercht. Das heißt, hier muss jetzt nicht unbedingt Deutsch gesprochen werden. Beispiel. Hier dieser Brunnen von Löwenstein. Genau. Ist halt eine ehemalige Piratenstadt, deswegen sieht man halt hier solche Dinge wie Piratenschiffe in den Gebäuden immer sehr, sehr gut. Guck gerade, was ist heute Aktivität? Fast keine Reihe. Oh. Also hier gibt es dann halt noch drüben so einen Aktivitäten-NPC. Ja. Das ist neu für die Leute, die jetzt schon länger nicht mehr eingeschaltet haben. Es gab schon immer solche Aktivitäten wie zum Beispiel die Fastkeilerei. Und jetzt ist das so, dass das täglich rotiert. Mhm. Man da verschiedene Minispiele spielen kann. Fastkeilerei zum Beispiel ist so ein kleines PvP-Spiel, wo man quasi so Capture the Fass, wenn du das so haben möchtest. Das heißt, man muss dann Fass irgendwie zu seiner Base bringen gegen andere Spieler. Und solche lustigen Minispiele. Es gibt inzwischen einige, die hier in das Spiel integriert wurden. Okay. Dann würde ich sagen, dann machen wir jetzt hier auch unser erstes Jumping-Puzzle. Oh, okay, ja richtig. Das wollten wir auf jeden Fall auch noch machen. Genau, das passt eigentlich ganz gut, wenn wir das dann hier machen. So. Bin ich mal gespannt. Was deine Jump... Also das ist ein relativ... Also das ist jetzt, was wir jetzt machen, ist ein nettes Puzzle. Es ist mehr Rätsel als Springen. Das ist vielleicht ein bisschen angenehmer für dich. Ja, wahrscheinlich, ja. Wir können auch sofort ein ganz schweres, wenn du möchtest. Dann musst du noch auf Wind gucken, der dich runterwirft. Das ist wahrscheinlich schon absolut ernst gemeint. Okay. Nimm mal die Abkürzung. Springen. Ah. Unter Wasser gibt es dann übrigens nochmal einen neuen Fertigkeitensatz, weil Unterwasser-Combat in Guild Wars 2... Neues Event in der Nähe. Wenn du so ein bisschen runtertauchst, tauch mal ein kleines Stück nach unten. Genau. Ja. Dann hast du hier neue Unterwasser-Fähigkeiten. Ja. Die sind... Der Unterwasser-Combat in Guild Wars 2 ist eigentlich sehr, sehr cool gemacht und sehr, sehr interessant, aber im PvP komplett unbalanced. Deswegen Unterwasser-Combat relativ schlechten Ruf hat, obwohl es eigentlich ganz cool ist. Mal ganz zu schweigen von der Optik hier unter Wasser. Ja, die, wie ich finde, einfach genial ist. Und mein Lieblingsanimation ist, wenn man auftaucht, dass dann beim Bildschirm halt noch so ein bisschen das Wasser abperlt.
das schon mal gesehen, ja. Wir wollen darüber. Hier ist zum Beispiel auch eine Neuerung, das Moa-Rennen. Ja. Eigentlich eine ziemlich nutzlose Sache, aber es ist recht interessant. Hier laufen fünf Moa immer im permanenten Rhythmus und man kann auf sie wetten. Und wenn man richtig wettet, kriegt man mehr Geld raus, als man reinsetzt. Und umgekehrt, wenn man falsch wettet, ist das Geld weg. Ist so eine kleine, lustige Spielerei. Das machen wir immer so zum Ende eines langen Livestreams. Zum Beispiel bei unserem 12-Stunden-Stream haben wir jetzt zum Abschluss noch ein paar Runden Moa-Wetten gemacht. Ja. An sich total nutzlos, aber eine kleine, lustige Spielerei irgendwie, wenn man zu viel Geld hat. Kann man hier ein bisschen Zeit verbringen. Ich bin jetzt nur durch das Erkunden gerade Level 4 geworden. Ich bin ganz kurz davor. Ja, da vorne kommt gleich noch ein Vista. Dann bist du auch Level 4. Gott. Man könnte ja fast meinen, dass hier allein schon wäre das Jumping Puzzle. Nee, das ist nur der Eingang. Oh, aber jetzt zum Beispiel sind ein paar Plätze frei geworden auf dem offiziellen Server. Nee, wir verlassen einfach mal die Warteschleife. Weil es macht ja keinen Unterschied, ob wir auf unserem Server sind oder nicht. Ab. Also ein bisschen durchmogeln. Ja, noch folge ich und der Tiger dir. Ja, mein kleiner süßer Tiger. So aus, als ob man da überhaupt irgendwo hinkommt, aber. Ja doch, das hat hier alles sein Ziel. Ich sehe ja schon, ja. Es gibt wahrscheinlich keine Flying Mounts, ne? Dein Vista hier, dann müsstest du theoretisch auch dein Level up haben. Geht's dann hier in den Schlund hinein, da müssen wir gleich runter. Freue dich schon mal drauf. Guck ich mir das an. Die Optik, Such dir schon mal den richtigen Weg da runter aus, weil wenn du falsch springst, rutschst du durch. Hoppla. Rutschst du da ziemlich unsanft runter. Fast fertig! Jetzt bist du Level 4. Das ist halt auch so, also mit Erkunden kann man in Guild Wars 2 sehr, sehr viel Erfahrung gut machen. Jetzt ist wichtig, dass du im richtigen Rhythmus rutscht, sonst spießen nicht die, fangen da unten die Stacheln auf. Du stellst dich hier links auf dem, wo ich stehe, und rutscht dann so ein bisschen nach rechts orientiert runter. Ich kann dich unten aufheben, wenn du es nicht überlebst. Was wahrscheinlich so ungefähr sein wird. Nach rechts orientiert rutsche ich runter. Genau. Dann landest du hoffentlich lebend im Wasser. Ja, das sah doch gut aus. Ja. Wenn man das nicht weiß, rutscht der eine oder andere da schon mal tot runter. Das passiert. Okay. Deswegen ist es immer gut, wenn man das mit ein paar Leuten mehr macht. Die können einen dann immer aufkratzen. Wenn irgendwas passiert. Jumping Puzzles gibt es in Guild Wars 2 übrigens viele. Schau mal gerade einmal kurz nach in den Erfolgen. Das waren, weil so viele Leute, für irgendwen, den das vielleicht interessiert. mal 2, 46 und 1, 47 zurzeit. Also auch das ist quasi so seine eigene Nische und seine eigene Sparte. Für die Leute, die daran Spaß haben. Und es kommen immer. Ich habe gerade mich damit konzentriert, irgendwelche Briefe aufzumachen. Kein Problem. Ich habe nur gesagt, es gibt 47 Jumping Puzzles. Das ist halt. Ja, das ist halt für quasi schon eine ganz eigene Sparte. So, dieses Licht zeigt uns jetzt, wenn wir hier. Führt uns hier ein bisschen in die Irre. Weil wir sollen ihm folgen und irgendwann kommen wir am Ziel an. Wir sind aber schlau. Also, Sputti zumindest ist schlau. Und kennt den richtigen Weg. Hier geht es nämlich durch die Wand. Oh. Ja, da geht's hier durch die Wand. Und dann geht's hier durch die Wand. Das dauert ein bisschen, bis man das so das erste Mal rausgefunden hat, muss ich sagen. Das macht halt auch so ein bisschen den Reiz und den Spaß bei solchen Puzzlen aus. Dann würde ich gezielte Jumping-Puzzle und gezielte, ja, mehr oder weniger Rätsel-Puzzle. Wird beides so in einer Kategorie zusammengefasst. Aber sind wir jetzt schon in diesem Jumping-Puzzle? Ja, das ist jetzt der Teil hier. Ach so. Wie gesagt, ich hab dir ein etwas nettereres ausgesucht. Ja. Wo du mehr oder weniger mehr Rätsel lösen musst, als springen musst. Geschafft. Hier ist jetzt wichtig, dass du möglichst mittig läufst, denn von rechts und links wirst du aufgespießt. Mitte ist also dein Freund. Oh, da wurdest du getroffen. Ja, da war ich nicht mehr in der Mitte. Oh, hier geht's noch weiter in der Mitte. Ja, Durzan ist übrigens tot. Wichtig ist, immer Leute aufheben.
wenn sie, wenn sie tot am Boden liegen. Ich hab nicht drauf geachtet. Ich war mehr auf mein Überleben. Fixiert, so. Ja, das kann ich nachvollziehen. Hier kommt auch noch was? Ja, du hast ja, das ist... Lucy hat es nochmal eindrucksvoll vorgemacht, irgendwie, wie man es nicht machen sollte. Ja, sieht doch gut aus. Das ist jetzt der letzte Part. Hoppla, ja. Starker Auftakt. Jetzt bin ich irgendwie unsichtbar. Aber das ist Duzi zu verdanken. Das ist halt die Sache mit den Combo, mit den Combo-Explosionen. Okay. Also, dass man verschiedene Skills mit anderen kombiniert. Explosionen zum Beispiel in einem Dunkelfeld erzeugen Unsichtbarkeit. Explosionen in einem Feuerfeld erzeugen dann auch verschiedene Dinge. Oh, das ist jetzt natürlich bitter, dass du da runtergefallen bist. Ja, weil ich dachte, eventuell, dass ich nicht den mal Weg aufheben. Auf diesen kleinen Vorsprung nehmen muss, wie Dursan das gemacht hat, sondern dass ich eventuell direkt drüber springen konnte, aber... Nein. Ah, so einer bist du also. Das Schöne ist jetzt, siehst du, wo wir sind? am Anfang war das. Das ist nämlich der einzige, genau, das ist nämlich der einzige Punkt, bei dem man vom quasi fast Ende zum Anfang zurückfällt. Yay! Macht aber nichts, gemacht. Weil beim zweiten Mal geht immer alles schneller. Weil man halt weiß, was einen erwartet. Weil der lustigste Teil fehlt noch. Das weiß man noch nicht genau, ob mir das Mut macht. das wird es auf Dauer, das wird es. Ja, das ist mit Sicherheit eine Sache, die man halt... kennenlernen muss. Ist auf jeden Fall cool, also war jetzt schon sehr lustig. Warte mal, so, es war hier links auf jeden Fall. Genau. Warte, da direkt und dann gingst du durch eine Wand. Genau. Wieder. Siehst du übrigens, das merkt man dann, die Wände sind markiert mit der Fackel links. Ja. Oder an der blauen. Ah ja, dann hier. Hast du schon mal durch die Wände durchgeschafft. Yay. Das ist der Jumping Puzzle, sagt einer. Ja, man kann es lieben, man kann es hassen und vor allem man kann es lernen. Das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Punkt. Ich bin am Anfang auch jemand gewesen, ich weiß auch in den ersten Beta-Wochenenden, da wurde ich dann von Domi, von Yoda und wie sie alle heißen, in den Jumping-Puzzles ausgelacht und belächelt, weil ich mich bei jedem dieser Puzzle abgepackt habe. Ja. Aber inzwischen ist es das so, dass ich die auch einfach durchlaufe, weil man halt, man lernt halt einfach mit der Zeit dazu. Jetzt hoffentlich hier die Mitte, wo ich bin. Sieht auf den ersten Blick schon mal ganz gut aus. Um die Ecke. Dann ist hier so ein kleiner Safe Spot erstmal. Ja, kann man durchatmen. Geht's weiter. Hier scheint gerade erst jemand vor uns durchgelaufen zu sein. Das ist gut. Oder nehme ich das jetzt gerade nicht auslösen? Muss ich dich jetzt retten? Ja. Nein, du lebst doch. Man überlebt das ein paar Mal. Man sollte es nicht zu häufig machen, sag ich mal. Dadurch, dass halt jede Klasse eine Heilfertigkeit auf der 6 hat, hat man eigentlich ganz gute Chancen, hier durchzukommen. Jetzt allerdings habe ich ein Problem, weil 50 Leben ist ein bisschen wenig. Wenn man halt aus dem Kampf rauskommt, fängt man irgendwann an, Leben zu regen. Tot, glaube ich. Ja, ich helfe, ich heb dich wieder auf. Okay, also. Du aber tot. Nee, ist alles noch gut. So, jetzt sind es nur noch ein paar Schritte. Ich fühle mich. Lauf! Ha, sehr schön. Ich fühle mich ja stark, sag ich. Ja, so das okay, war, weil Raffi dir netterweise ein bisschen Regeneration zugeworfen hat. Also man kann diesen Sprung hier, nur um das einmal vorzumachen, auch durchaus schaffen. Ja, aber ja, ich würde dir raten, den Zwischensprung zu nehmen. Muss ich da wirklich springen oder laufe ich einfach runter? Ja, ein bisschen springen musst du. Ich habe so Angst. So ein bisschen, merkt man nicht. Merkt man gar nicht. Ich bin ja so ein bisschen auch im realen Leben mit Höhenangst geplant. Da ist immer bei solchen Spielen, ehrlich gesagt. Dann müssten wir eigentlich in das Azura Jumping Puzzle gehen, weil da spielst du über den Wolken. Das ist dann ein schönes Gefühl. Geil ist das bei Wildstar, musst du wirklich mal spielen, weil da kann man so richtig geil hochjumpen auch. Und die haben sowas ähnliches auch. Hier kommt jetzt der tollste Part. Das ist nämlich. Richtig. Hier gibt's jetzt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt zwischendurch den Blitz, der das erhält. Da und
Normalerweise kann man warten oder man macht das so wie Raffi. Man kann einfach springen. Zu dir springen jetzt, ja, du kannst zu mir springen. Ja, kannst du. Man macht es halt wie Raffi und benutzt irgendwelche Fertigkeiten, um sich ein bisschen Licht zu verschaffen. Und da gibt's noch eine. Da siehst du es. Ja. Ein paar Schritte hier laufen. Mal noch eine Explosion, Raffi. Oder wir nehmen den Blitz. So. Zack. Vor mir ist nochmal ein Sprung. Ich glaube. Bei mir bist. Ah, siehst du? Wenn du so Explosion benutzt, dann machst du deine Umgebung so ein bisschen sichtbar. Es gibt auch noch ein Item, eine Fackel. Die hat man als Belohnung bekommen. So. Ja, das ist ja hier hochspannend, sag ich euch. nach vorne zu springen, aber ich warte lieber auf diesen Blitz. Ja, jetzt bin ich auch nicht drauf geachtet, ich habe auf dich geguckt und nicht drauf geachtet. Ja, immerhin habe ich es geschafft, das ist schon... es ist nicht mehr weit, da hinten siehst du schon Licht am Ende des Tunnels. Ja, es ist da oben, aber... Oh ja, hier und dann hier hoch. So. Ich glaube, ich stehe schon am Rand. Ich glaube auch. Man kann auch so ein bisschen mit meinem Tier herausfinden, weil mein Tier läuft auch genau bis zum Rand. Oh. Zack. Bin ich nicht sicher. Ja, dann, mach's einfach. Sehr schön. Dann haben wir es geschafft hier. Zack. Jetzt ist wichtig, hier musst du dich nämlich entscheiden, welchen der drei Mäuler du traust. Die anderen zwei bringen dich um, deswegen nimm bitte den hier. Ach so, okay. Ja. Das ist... Genau, dann haben wir es geschafft. Hier links geht's dann durch so eine kleine Nische raus und dann sind wir bei der Endruhe. Da wartet auch schon Durzi auf uns. Und da ist auch Hauptmann Valiant, der Typ, der uns die ganze Zeit vollgequatscht hat, von wegen, ihr findet meinen Schatz niemals und so. Wieder eine Errungenschaft. Ah, das gab sogar XP. Genau. Und eine kleine Belohnungstruhe mit ein paar Items drin. Achso, das hat sich einfach da reingeschoben quasi, ne? In mein Inventar, was jetzt gar nicht mehr so leer ist. Genau, ja, das passiert durchaus, ja. Ja, cool. Das war doch ganz lustig. Und hier gibt's dann, hier ist dann der Ausgang. Moment, Ausgang. Hier durch die Nische und dann kommst du in Löwenstein beim Wasserfall wieder raus. Nicht mal mehr springen, du kannst einfach laufen. Mhm. Und der Weg jetzt quasi zum Max-Level wäre für mich einfach, dass ich halt der Personal Story folge, dass ich irgendwelchen Gebieten folge. Die Personal Story führt mich wahrscheinlich auch over sie. Sie? Ist das ein Sie? Wie sieht das? Ja. Der hat ein paar interessante Piratenwaffen. Wenn du da rechtsklick drauf machst, auf Vorschau, kannst du dir so ein paar Items angucken. Sehen teilweise echt cool aus. Klar. Wenn man da halt mal dran interessiert ist an Piratenwaffen. Wenn man halt optisch gerne Piratenwaffen hätte. Okay, verstehe. Ganz genau. Ah ja. Hier geht's dann quasi wieder runter ins Wasser und damit ins Freie. Zurück nach Löwenstein. Normale Zivilisation. Ich sag mal... Achso. Ja, das lässt sich machen. Wie schaffst du es denn hier? Hier ist, glaube ich, die einzige Kante, an der man sterben kann, an der Ecke. Ja. Respekt. Nicht glücklicher. Wir könnten, machen wir noch ein bisschen, theoretisch einmal schnell noch in den zurzeit laufenden Content reinschauen, der jetzt am Dienstag endet. Dann benutze einmal die Karte und reise zu den Portalen wieder rüber. Ich mach das schon mal, dann siehst du den blauen Punkt. Löwenstein. Nicht Einsatztrupp beitreten, oder? Nee. Ja. Nicht diese großblauen Punkte, das sind Kommandeure. Sondern dem kleinen niedlichen, wo ich bin. Bei den Portalen oben. Achso, da unten waren auch Portale, das waren die falschen Portale, verstehe. Genau. Richtig, genau. Das war total geplant, ja, Salarium, das. Ist richtig, wir hatten das vorher abgesprochen. Sputti hat dann auch so ein bisschen Unkenntnis vorgetäuscht. Und, ja. Ja, so hier. Nicht anders. So, Moment, so. Wo hin? Hier durch das Portal zu den Azuran. Hier geht's mal in die Azura-Hauptstadt. Da steht nämlich zurzeit die Super Adventure Box, das 8-Bit-Spiel im Spiel quasi. Ja, davon habe ich gehört. Durch diverse News.
Das ist wirklich richtig. Rakshasa war Kevin, ne? Sogar? Ja. Das ist, ja, okay. Das ist so richtig, Kevin. Es ist mit größeren Klassen teilweise, oder mit größeren Rassen, teilweise wirklich schwerer, die Jumping-Puzzles zu machen, weil man einfach sich ein bisschen langsamer und träger bewegt. Und auch so ein bisschen einem die Übersicht fehlt in engen Höhlen zum Beispiel. So, wo bist du jetzt hin? Ach, hier. Oh. Hier geht's nämlich. Hier geht's in die Super-Adventure-Box. Durch diesen komischen Kasten. Wenn du F drückst. Ah. Ich bin bereit. Oh. Eine 8-Bit-Variante. Ganz genau, ja. Man sieht schon direkt. Ja, wobei so richtig 8-Bit ist es nicht, weil es halt dreidimensional ist. Ja. Aber so vom Gedanken und auch von der Musik her hört man das irgendwie sofort. Ich würde jetzt in einer anderen Welt. Ich wollte ja gleich. Oh. Es müsste hier für dich die Hölle sein, weil es ist im Prinzip wirklich nur ein Jump'n'Run-Game. Im Spiel quasi. Was ist das hier für eine. Ich sag mal, das ist. Nee, aber ich sag mal, das ist so. Das passiert so, wenn Entwickler irgendwie zu viel Spaß haben. Folgt mir mal kurz hier rein. Story-Modus betreten. Ja, hab ich glaube ich gemacht. Betreten wir einmal ganz kurz die erste Welt. War das nicht nur ein April-Scherz? Das war ursprünglich mal nur als April-Scherz gedacht, ja. Hier, Zone 1, einmal anklicken. Und wurde jetzt allerdings zu einem wirklich festen Part. So funktioniert übrigens auch, so funktionieren quasi alle Auswahlmethoden irgendwie in Guild Wars 2. Zum Beispiel bei den Dungeons unterschiedliche Wege. Man kann dann quasi demokratisch abstimmen in der Gruppe, wenn man das möchte. An welches Spiel ist das angelehnt? Mario? Prinzessin, die jetzt geklaut wird, oder nicht? Oder Zelda? Zelda. Zelda wäre die richtige Antwort. Allerdings muss man ja sagen, dass der nicht die Prinzessin klaut meistens, ne? Oder doch? Doch, eigentlich schon. Eigentlich machen wir genau das mit Link. Dorf aus, ja. Das ist Guild Wars 1, ja genau. Achso, das ist Guild Wars 1, ja. Nein, um Gottes Willen! Das ist optisch in Erinnerung. Okay, alles klar. Das erklärt eine ganze Menge dann. Ja, stimmt. Sie wird entführt, ja, ich weiß nicht. Ich muss jetzt bei Prinzessin wird entführt immer an Mario denken. So. Hier muss man sich jetzt quasi gerade. Jumpen. Genau, ja, durch. Die Häschen kannst du töten. Ja. Wenn du alle Häschen tötest, passiert nochmal was ganz Lustiges hier, was ich aber niemandem vorweg spoilern möchte. Sollte man mal machen, einfach so alle Häschen. Gut, dann machen wir das jetzt nicht, damit wir es niemanden selber. Ja, yes, das würde eh dauern. Okay. Schlange, dann musst du dich. Die Schlange auslegen. So, dann müssen wir jetzt hier hoch und das da oben ist dann ein Kontrollpunkt. Wenn wir dann beide auf den. Nein, das gibt überhaupt kein XP, aber es gibt eine Menge Erfolge halt hier in dem Gebiet. Oh. Ja, jetzt werden wir sehen, was deine Jump'n'Run-Künste so hergeben. Wie schon erwähnt, sind die eher. Ja, warte, da gehen wir unten rum. Das hier gibt es halt auch zwei Schwierigkeitsgrade. Ein Schwierigkeitsgrad, das ist jetzt hier quasi der einfache Teil, ja, wo man viel durchlaufen kann. Im sogenannten bockschweren Modus gibt es dann hier überall noch Fallgruben, Lavabecken und. Komplizierte Wege, die man laufen muss, um hier durchzukommen. Jetzt hier so im normalen Level, sage ich mal, ist das eine relativ einfache Sache. Hier solltest du jetzt nicht abstürzen. Das könnte unschön enden. Ja, das sagst du so. Ja, ich weiß, das sagt sich so. Super Adventure Box kommt immer, die ist nicht permanent da, sondern die ist halt immer nur einen begrenzten Zeitraum da. Achso. Sie hat so einen Halbjahresrhythmus, September und April. Du halt sagtest, das entstand ursprünglich mal aus dem April-Scherz. Oh, hab ich ja nochmal Glück gehabt. Oh. Sehr gut. So kann man sich auch retten. So. Ich bin zum Beispiel auf den achten Punkt. Wenn das Licht angeht, so. Ist halt boah, so ein kleines nettes Feature irgendwie zwischendurch immer.
wird halt auch ständig erweitert. Zurzeit gibt es zwei Welten, a drei Zonen plus halt den Hard Mode zu diesen Zonen. Und die ist jetzt halt im Moment nur bis Dienstag da, ja. Also. Genau, und Dienstag kommt dann der nächste Patch, in dem es zum Beispiel einen neuen Weg in einem Dungeon gibt und halt die allgemeine lebendige Geschichte fortgesetzt wird. Die lebendige Geschichte, also ist quasi eine Reihe von Content-Updates, die sich so aneinander reihen und die halt alle irgendwo einen Bezug zueinander haben und eine Geschichte erzählen. Die sogenannte lebendige Geschichte. Hier kommt der erste, etwas kompliziertere Sprung. Ach, fandest du der erste, ja? Ja, der erste. Hier gibt's jetzt die Pussy-Variante, die geht hier rechts rüber. Die oder Variante die ist geradeaus. Die skillte Variante, oh ja, okay. Ja, 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 die skillte Variante. Hast du jetzt auch die, wo bist du hin? Ich hab eine Abkürzung quasi benutzt. Achso, ja, okay, alles klar. Feld mit so Bomben. Achso, ja, das klingt gut. Gut, okay, jetzt bin ich hier also irgendwie raus. Jetzt bei Moto, ne? Ja. Ja, das ist, man hat halt nur eine begrenzte Anzahl an Leben. Ja. Man kann sich dann noch durch die hier in der Super Adventure Box erspielte Währung quasi weitere Leben organisieren, da unten bei Moto. Und es gibt dann halt noch, hier ist zum Beispiel wieder eine super Möglichkeit, um den Itemshop einzusetzen, eine Möglichkeit, sich so eine unendliche Münze zu holen. Und immer wenn man da unten bei Moto landet, nach 5 Toten, kann man sich quasi neue 10 Leben erkaufen. Ich stelle dir auch. Der eine, das ist halt für Leute, die nur so zwischen, die halt das hier so durchsuchten, in Anführungszeichen, ist das eine ganz praktische Sache. Gut. Ja, ich glaube, ich bin nur wieder raus aus der. Nee, bin ich nicht. Bin wieder an deiner Stelle. Falls du noch da bist. Nee, jetzt hat es mich auch erwischt. Jetzt werde ich auch zerlegt werden von der bösen Maschine. Das war jetzt halt nur mal einmal so ein kurzer Einblick, ne? Ja. Damit die Leute mal gesehen haben, was so momentan so lief, was auch zwischendurch wiederkommt. Es gibt halt noch eine Menge andere. Man könnte so viel in so einem Livestream zeigen, meine Güte. Ja, ich finde, wir haben ja auch durchaus viel unterschiedliche, abwechslungsreiche Sachen gesehen. Also bis jetzt schon. Ich bin noch immer. Ich bin jetzt übrigens die Pussy-Variante gesprungen. Ja, also wie gesagt, falls ihr Guild Wars 2 aus. Ja, ich wurde hier von so einem Affen abgeworfen. Ich wollte gerade was erzählen und dann wirf ich auf einmal diese Affe ab. Blöde Affe. Also, falls ihr halt Guild Wars 2 ausprobieren wollt, das geht momentan kostenlos. Also, ihr braucht es erstmal nicht kaufen. Wir werden hier gleich noch eventuell einen Key verlosen. Ich sage aus dem Grund eventuell, weil ich nicht weiß, ob der funktioniert. Der wurde halt hier von einem Community-Mitglied eingereicht. Der Manuel wird gleich noch kommen. Wir haben jetzt, wie viel haben wir denn überhaupt? Ja, 55, gut. Das machen wir dann gleich, würde ich sagen, mit dem Key. Wenn Sput hier noch ist, spielen wir das zumindest so lange zu Ende, wie wir das können, oder keine Ahnung. Danach werden wir ja noch weitermachen, für alle, die sich wundern, ne, mit Fragen. Vielleicht auch an Sputti, falls ihr Fragen habt, dass ihr sie stellen könnt. Aber das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein, weil, also, zwar hättet ihr vielleicht Fragen, aber, naja, euch so fahren im Bauernhaus treffen. Das ist unwirklich. Da kommt Sputti hier auch. Ja. Eine gute Fahre, ne? Ich weiß, die meisten Leute trauen sich immer nicht, Fragen zu stellen. Könnt ihr aber gleich machen, wenn ihr mögt. Wo bist du denn jetzt hier hin? Stehst du so? In der Ecke, damit ich im Eck. Okay. Alles klar. Die GW2-Seite ist schon online. guildnews.de. Oder du klickst einfach auf Wenn in U bei auf den GW2-Button. Vielleicht kann Manuel auch nochmal gleich für alle Leute hier die Facebook-Seite der GW2-Seite posten. Oder Dursan war nicht. Hi! Toll, mich hast du jetzt abtreffen lassen, ne? Ja, tut mir leid! Hier ohne ein Leben. Das wird hart. Ja, mein Gott. Kann damit leben, jetzt das nicht geschafft zu haben, denke ich. Nee, hier oben ist schon der Endboss von der ersten Welt. Also von der ersten Zone der ersten Welt. Geht also eigentlich relativ. Also der hier geht noch relativ fix. Wichtig ist jetzt, der gute Boss hier lasert zwischendurch mal auf dich. Da solltest du dich dann wegbewegen, wenn du den siehst. Ja. Ansonsten auch den Käfig hacken.
Der 1. Jetzt, das ist perfekt. Sehr schönes Movement. Hier hast du übrigens auch diese Ausweichoption. Also das Dodgen ist auch hier in dieser 8-Bit-Welt. Ja, 8-Bit ist es ja halt nicht ganz. Muss man nur den Käfig kaputt machen, oder? Ja. Hoppla, den Laser habe ich gar nicht gesehen. Im Prinzip nur den Käfig kaputt machen. Die richtig, an jedem Ende von der Welt gibt es da nochmal so einen richtigen, etwas härteren Endgegner. Aber diese Zwischenzonen haben quasi nur dieses Käfig-Event. Ja, damit kann ich leben. Okay. Das ist schön. Hier gibt's dann jetzt. Juhu. Hier gibt's dann jetzt Bubbles und so eine Fortsetzungsmünze. Diese Fortsetzungsmünze, die du hier aus der Truhe bekommst, die brauchst du halt unten bei Moto, um den neue Leben zu erkaufen. Und im Itemshop gibt's halt quasi eine unendliche Fortsetzungsmünze, damit man sich immer wieder neues Leben bei Moto holen kann. Das ist halt dann, wie gesagt, für die Leute, die ein bisschen mehr fauler sind. Wollen, ja. Ja, oder das. Okay, ja. Die können halt, aber im Prinzip ist es halt, das ist immer das Wichtige, kein wirkliches Pay-to-Win. Das kann meiner Meinung nach, dass niemand Guild Wars 2 vorwerfen. Ja, jetzt waren wir quasi in Zone 2. Die ist jetzt ein Ticken länger und ein Ticken schwerer und so geht das halt weiter dann. Okay, ja, ich würde sagen, wir machen dann an der Stelle einfach mal kurz Pause, sondern gehen hier. Wie komme ich denn hier raus, wenn ich wollte? Ja, unten rechts ist so ein kleines Häuschen neben der Kaspar. Lass doch mal dann kommst in die normale Welt gehen, damit die Leute. Ja, kommst du erstmal in dieses Zwischengebiet und da ist dann ein Portal wieder raus nach Ratasum. Übrigens auch eine wunderschöne Stadt, die Hauptstadt der Azura. Wenn du dich jetzt einmal umdrehst, hinter dir, müsste das Portal Ratasum sein. Genau. Dann bist du wieder in der normalen Welt. Verstehe. Storytechnisch ist das übrigens so, dass das ein Lernspiel, also als Lernspiel für Kinder gedacht ist. Für die Azura-Kinder, die sich darin so ein bisschen ausprobieren sollen. Ja, also die Super Adventure Box, bis Dienstag noch da. Ihr könnt Guild Wars 2 einfach ausprobieren. Einfach auf Guild News ist, glaube ich, im Moment allerdings schon eine relativ weit unten stehende News. Da könnt ihr dann kurz reinschauen. Kann ich im Zuge dessen eigentlich nochmal wieder hochholen? Ja, warum nicht? Dann ist sie wieder oben. Also falls ihr halt noch nicht Guild Wars 2 gespielt habt, könnt ihr das machen. Gut. Habt ihr Fragen an Sputti zu Guild Wars 2, dann stellt sie einfach im Chat, indem ihr vielleicht, also am offensichtlichsten auch für gleich, falls ihr Fragen noch an mich habt, unabhängig von Guild Wars 2, einfach mit irgendwie eckige Klammer Frage, eckige Klammer zu und Manuel, bist du schon im TS? Ich sehe dich jetzt hier nicht unter deinem Nick, aber heißt natürlich nichts. Wart mal, ob jemand Fragen hat. Wohin reist ihr heute? Gerade noch mal den. Ich muss nach Löwenstein. Ach, der Dursa hat eine Frage. Also wie gesagt, ich weiß, dass die Fragen immer relativ rar gesät sind, aber naja. Zum Gildensystem und der Guild-News-Gilde interessieren. Hat der Salarion da eine Frage? Was denn allgemein? Spezifizier das mal, dann kann der Sputti darauf sicherlich auch. Auch ich kann eine Menge auch so zu der Gilde sagen. Also die Idee hinter unserer Event-Gilde ist halt ganz klar, dass ihr in dieser Gilde überhaupt keine Pflichten habt. Also sowas wie, also vielleicht zum Gildensystem, man kann in mehreren Gilden sein mit seinem Account, kann aber nur eine gleichzeitig repräsentieren. Das heißt, wenn man diese Gilde repräsentiert, sieht man den Gilden-Chat und sammelt Einfluss für die Gilde und so weiter. Und wir haben natürlich keine Pflicht, was hier irgendwie das Repräsentieren der Gilde angeht oder ähnliches. Was uns halt bei der Gilde wichtig war, ist, dass wir für bestimmte Events einfach die Leute in einer Gilde zusammentrommeln können. Beim 12-Stunden-Stream zum Beispiel haben wir mehrere Ingame-Events gemacht. Wir haben jeden Montag um 19.30 Uhr die Gildenmissionen. Das ist eine neue, oder was heißt neu? Im Januar kam die, glaube ich, dazu, eine Möglichkeit, auch so ein bisschen Leute zu beschäftigen in größeren Gruppen, weil wir ja kein klassisches Instanzsystem haben, brauchen wir halt andere Beschäftigungsmöglichkeiten und diese Gildenmissionen sind halt dadurch, dass man zwischendurch Rätsel lösen muss, man muss bestimmte Gegner töten und bestimmte Aufgaben erledigen und sowas. Und das macht man halt in diesem Gildenverbund und das machen wir halt mit der Gilde, jeden Montag 19.30 Uhr. Wir haben in der Nachricht des Tages immer die wichtigsten Infos. Wann ist der nächste Livestream, der nächste Podcast, TSIP und ähnliches, damit ihr da auch immer auf dem neuesten Stand seid. Aktualisiere ich das auch eigentlich regelmäßig. Es kann mal vorkommen, dass die Infos nicht ganz aktuell sind, aber meistens sind die halt dabei. Und ansonsten,
Wir spielen halt normalerweise auf Flussufer mit der Gilde, das heißt, auf Flussufer sind auch Gildentresor und ähnliches angelegt. Prinzipiell allerdings, wenn jetzt zum Beispiel viele Leute aus Elonafels dazukommen, was wir teilweise haben, Draker See zum Beispiel ist auch sehr, sehr häufig bei uns vertreten, könnt ihr auch da Gilden, Bankfächer und ähnliche Sachen erforschen. Dafür sollte genug Einfluss da sein, mich da im Zweifelsfall einfach anschreiben. Ansonsten, wenn ihr in die Gilde wollt, ebenso einfach einmal Sputti anwispern und dann lade ich euch ein. Das waren, denke ich, jetzt recht umfassende Infos dazu, aber ich glaube, danach war noch eine Frage auf jeden Fall. Wie kommt man am besten in Indies rein? Im Prinzip, also wenn es jetzt darum geht, eine Gruppe zu finden, also reinkommen tut man natürlich klar vom Eingang aus, aber wenn man halt eine Gruppe sucht, da gibt es seit neuem das LFG-Tool, ja, sehr, sehr, sehr hilfreich, was Gruppensuche angeht. Im Prinzip müsst ihr da nicht viel mehr machen, als eine kleine Anfrage aufgeben, wie Suche Gruppe für das und das Dungeon. Ihr könnt das Dungeon sogar in dem Fall auswählen und normalerweise findet ihr innerhalb weniger Sekunden eigentlich eine Gruppe, mit der ihr losziehen könnt. Ansonsten, Gildnews-Gilde, wenn ihr die repräsentiert, mal kurz Hallo schreibt und vielleicht auch seht, dass irgendwelche Leute euch antworten oder ähnliches, dann habt ihr eigentlich gute Chancen, da auch Leute für zu finden. Im Dungeon. Das sollte immer gehen. So. Oder klassisch im Chat fragen. Natürlich, Dozi hat da auch recht. Sich einfach in das Gebiet stellen oder nach Löwenstein stellen und zu fragen, hey, sucht noch irgendwer Leute für das und das Dungeon. Klappt im größten Teil auch immer. Sagt ja einer, ob Indies noch immer so nervig sind, weil es halt keine klassischen Tanks und Heiler gibt. Es kommt halt immer darauf an, wie man nervig definiert. Es ist eine Umgewöhnung auf jeden Fall. Dadurch, dass man halt nicht einen Tank vorne und einen Heiler hinten hat, sondern alle halt so ein bisschen sich die Aggro teilen, ein bisschen gucken, dass man zwischendurch aus dem Kampf rauskommt, dass man mal außen, mal innen steht. Das System steht natürlich weiterhin so. Die Boss-Mechaniken wurden teilweise auch diesem System ein bisschen angeglichen in vielen Dungeons, aber prinzipiell hat sich da nicht viel geändert. Es ist aber auch immer so eine Sache, wie man das selber spielt. Ich zum Beispiel komme mit den meisten Gruppen durch alles durch, egal welche Klassen wir dabei haben, egal wie wir uns anstellen, weil wir einfach eine grobe Ahnung von den Mechaniken haben und deshalb da relativ gut mit klarkommen. Und aus diesem Grund ist es eigentlich so, dass das System nicht nervig ist, sondern einfach nur anders. Und wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, bietet es viele Vorteile. Zum Beispiel, man ist nicht klassengebunden. Man sucht nicht ewig einen Tank, einen Heiler oder ähnliches, sondern man zieht einfach mit der Truppe, die man hat, los. Und wenn man sich nicht ganz dämlich anstellt, schafft man einen Großteil des Contents auch so. Mhm. Warte mal, wo sind wir denn hier? Bleibt ansehen mit einem Charakterland. Mhm. Sehr gut. Da war ja die Frage, warum es keine Tanks und Heiler gibt. Das ist die Mechanik von Guild Wars 2. In Guild Wars 1 gab es halt auch nicht dieses klassische Tank-System. Es gab Heiler, ja, aber es gab dadurch, dass es ein spezifisches Agro-System gab, halt auch schon keine Tanks wirklich. Das System hat man halt jetzt nochmal ein bisschen erweitert. Sag einfach mal immer, weil man es nicht zwingend braucht. Man kann alles, hier überwiegt manchmal Skill, größer Klasse und Ausrüstung, weil halt das Ausweichen in den richtigen Sekunden viermal mehr wert ist, als jeder Heiler es je sein könnte. Weil gegen Damage anheilen ist die eine Sache, dem Damage komplett verhindern, das ist wiederum eine ganz andere. Und das ist halt die Idee dahinter. Dass man einfach versucht, keinen Schaden zu bekommen, anstatt den Schaden wegzuheilen. Mhm. Lohnt sich das Spiel darauf zu spielen, wenn man kein Interesse am PvP hat? Ja, auf jeden Fall. Allein schon wegen diesem zweiwöchigen Patch-Rhythmus. Und einfach alle zwei Wochen irgendwas anderes. Sei es nun die Super Adventure Box, sei es wie jetzt am Dienstag ein komplett neuer Weg in der Instanz, der länger, interessanter, schwerer und vor allem neuen Loot mit sich bringt. Neue Waffen optisch, sollen die sehr, sehr schön aussehen, habe ich mir sagen lassen. Und ja, es lohnt sich auf jeden Fall, allein schon halt wegen dieser Dinge, aber auch wegen vieler alter Dinge, wer noch nicht alle Explorator-Erfolge zum Beispiel gemacht hat, das sind so Mini-Dungeons in der offenen Welt, wer noch nicht alle Jumping-Puzzles gemacht hat, es sei natürlich, er hasst Jumping-Puzzles abgrundtief, wer viele Erfolge noch nicht gemacht hat, noch nicht seine Gebiete erkundet hat und so weiter, der hat noch so viel zu tun, ja, und wer dann immer noch Probleme hat, kann sich auch ins WVW stürzen. Mag eine Unterart vom PvP sein, ist aber ein komplett anderes System. Auch wenn sie Geschäftsleute sind, ja. Waren sie vor kurzem noch wo haben wir hier?
Endcontent mit Heroikmodus. Ist die Frage, ob es sowas gibt. Es gab jetzt einen sehr, sehr interessanten Endgame-Content im, oder man könnte es zumindest so nennen, im Bereich der, oder im Teil der Living Story. In Götterfels gab es die Aufbietungsturniere. Das war quasi so eine kleine Gladiatoren-Arena, wo man im One-on-One gegen NPCs antrat. Mhm. Und da gab es halt wirklich den ein oder anderen Gegner, den haben viele Leute einfach nicht geschafft, aufgrund seiner Mechaniken. Die Bosse dort haben zum Beispiel viele, viele Felder gehabt, die einen Instant getötet haben, viele, viele Sachen gehabt, wo man dann sich hinter den Gegner stellen musste, wo man sich rechtzeitig in Felder stellen musste und ähnliches. Mhm. Und damit hatten viele, viele Leute unheimliche Probleme. Und da hatte man so ein bisschen so ein Feeling von Endgame-Content, sage ich mal. Ansonsten gibt's Tequartle hatte jetzt vorletzte Woche Dienstag ein Rework. Der ist zurzeit der schwerste Boss im Spiel. Es gab da sogar zwischenzeitlich einen richtigen Progress darum, welcher Server ihn als erstes legt. Und der gilt auch bis heute noch, obwohl die Mechaniken jetzt bei den meisten Spielern angekommen sind, als, ich sag mal, er geht in 9 von 10 Fällen einfach schief, der Boss. Mhm. Das heißt, wir haben noch so einen gewissen Bereich von Endgame-Content. Durch die Erweiterung der Berufe kam jetzt wieder ein bisschen mehr Content dazu. Die alten Gebiete sind ja immer noch gut bevölkert. Man hat also schon ein gewisses Maß an Endgame-Content, von den Fraktalen jetzt mal abgesehen, die sowieso in höheren Stufen zu einer unmöglichen Sache werden. Also meiner Meinung nach hat man schon genügend zu tun, auch im Bereich des Endgames. Wobei natürlich die Schwierigkeiten da immer ein bisschen variieren. Manche Sachen sind knüppelschwer, manche dann wieder für die meisten Leute zu einfach. Man muss so ein bisschen seine eigene Balance finden in dem Spiel, aber es geht auf jeden Fall. Wie Advanced da zum Beispiel schreibt, der hat 2400 Stunden nur im PvE verbracht in einem Jahr. Das ist, das zeigt auch, dass es auf jeden Fall genug zu tun gibt. Ja. Also mir hat es auf jeden Fall auch gefallen. Ich kann hier definitiv nicht sagen, dass ich das irgendwie doof fand oder sonst irgendwas, sondern wesentlich besserer Einstieg jetzt hier in Guild Wars 2 als bei meinem ersten Versuch vor über einem Jahr. Ist das schon so lange her, ist mir gerade mal aufgefallen. Und ja, vielleicht werde ich das sogar weiterspielen, weil mich natürlich jetzt interessiert, was passiert denn überhaupt mit diesem Fahren, ne? Wo geht der hin oder so, ne? Wir hatten auch schon mal angedacht, vielleicht mit der alten WoW-Let's Play-Crew einen GW2-Let's Play zu machen. Das ist aber immer, ich sag mal, im Moment ein bisschen schwierig von den ganzen Zeiten her. Da natürlich durch die Uni ihr alle einfach ein bisschen mehr eingespannt seid, ne? Da muss man nochmal gucken, gerade 4 Leute immer, die sehr, sehr unterschiedliche Leben haben. Ja, da müssen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ich find's ganz cool. Die anderen haben eigentlich auch grundsätzlich Lust drauf. Und da hätten wir natürlich 2 Guild Wars 2 Experten. Ich kann aber nur nochmal wiederholen. Wenn ihr euch für Guild Wars 2 interessiert, guildnews.de, der Sputti, Dursan, Vanitas und Raffi und natürlich auch Nick. Habe ich jemanden vergessen? Nö. Das ist die Crew, das ist die am Start ist. Team, genau. die versorgen euch da mit neuesten Infos. Die haben immer wieder Aktionen, vor allen Dingen im Livestream. Ist einfach twitch.tv/guildnews, ne? Und eben auf. Oder um es kurz zu machen, zumindest für den Chat, der gerade dabei ist. Ja, genau. Da einfach draufklicken, könnt ihr natürlich auch folgen. Falls euch halt mehr Guild Wars 2 interessiert. Und ich weiß, dass Alex und auch wahrscheinlich Dursan und Vanitas sehr gerne, natürlich genauso wie Raffi, gerne irgendwie Einsteigerfragen beantworten. Also da braucht ihr keine Angst haben. Ihr könnt auch im Talkboard von Guild Wars sicherlich Fragen stellen. Ne? Dafür ist es halt da. Also falls ihr da halt Infos braucht, da wird euch sicherlich immer wieder jemand helfen. Gerne. Auf jeden Fall. Immer. Ja, ein WoW-Server gegen einen GW2-Server ist ja faszinierend, aber das lässt sich. Das sind zwei unterschiedliche Welten, ne? Das ist. Wieso gar nicht kombinieren? Apfel gegen Birnen, das lässt sich. Das, ja, das, jetzt das würde machen wir es nochmal so, dass wir dieses Giveaway hier im Chat starten. Mhm. Der Rhinon ist mittlerweile da. Hallo. Hallo. Uhu. Und, ja, der hat gesagt, er hat von wem? Ich habe vorhin von, lass mich gucken, Warzenfred eine Anfrage bekommen, er hätte einen Key und würde zum Verlosen uns geben. Genau, den halt zum Verlosen geben. Wir haben den Key auch, die Sache ist halt die, und das sage ich jetzt allen ganz, ganz klar, die hier mitmachen, ich weiß nicht, ob der wirklich funktioniert, ja, aber ihr könnt natürlich gerne mitmachen und gucken, ob er funktioniert. Wenn ihr mitmachen wollt, schreibt ihr einfach in
den Chat. Ja, also ihr solltet angemeldet sein auf Twitch, solltet oder followen müsst ihr nicht mal unbedingt, aber solltet auf jeden Fall angemeldet sein bei Twitch und hier im Chat sein und schreibt einfach in, genau, ein GW2-Key natürlich. Kein Hearthstone-Beta-Key, falls das jetzt hier gedacht wurde. Falsch rüberkam, ja. Ja. So. Warte, jetzt muss ich mal hier kurz das Keyword reinschreiben. Mhm. Ja, nochmal kurz der Hinweis, wir haben auf GateNews noch ein paar Heroic Editions, die wir irgendwann in nächster Zeit auch mal raushauen werden. Ja. Also dann vollwertige Guild Wars 2 Spiele mit noch ein paar kleinen Bonus-Items, damit euer Einstieg ein bisschen entspannter ist. Extra Taschen, kleine XP-Booster, falls ihr sie haben möchtet. Die werden wir demnächst auf jeden Fall auch noch verlosen. Genau, das Keyword steht jetzt drin, guildnews.de. Müsst ihr einfach machen. Und muss man direkt im Voraus klären. Wie gesagt, wir können das nicht. Wir könnten ihn nur eingeben. Ob er jetzt funktioniert, kann ich euch nicht sagen. Nein, kein Hearthstone Key. Also wer einen Guild Wars 2 Key möchte, der eventuell ein Guild Wars 2 GateNews.de war schlecht. Ja, richtig. Das ist natürlich stark. Ja, aber ihr könnt es einmal reinschreiben, ihr seid in der Liste. Danach seid ihr zwar gebannt, nein. Ja, so, sorry. Stark. Hört auf, stop it. Ah, dieser Nightbot, da machen wir nur Guild News daraus, würde ich sagen. Nur Guild News, ja. Okay, also nur Guild News in den Twitch-Chat, wenn ihr eine Guild Wars 2 Version gewinnen möchtet. Am besten sollten das natürlich nur Leute tun, die selber noch kein Guild Wars 2 haben. Oder vielleicht ihren besten, ihre Freundin oder was auch immer unbedingt davon überzeugen wollen. Ich weiß nicht, ob der gute Nightbot jetzt erstmal alle auch wieder, ich glaube, er hat nur gelöscht, also er hat niemanden gebannt. Es waren nur Warnings, gut. Ja. Da sind doch einige dabei, die scheinbar noch kein Guild Wars 2 haben und jetzt hier zugeschaut haben. Das ist schön. Ansonsten, wie gesagt, jeder, der jetzt keinen Key bekommt, bitte keinen ihr könnt zurzeit kostenlos nur einmal schreiben. Genau. Im Moment ihr könnt jetzt noch spielen. Genau, kostenlos spielen zurzeit. Und wenn es euch dann wirklich vollkommen überzeugt hat, dann kauft es einfach. Ihr tut damit ArenaNet einen Gefallen. Ja, bei Gameland gibt es das Spiel genau. Für, warte, was habe ich gesagt, 31,50 Euro minus 5%, also mindestens nochmal 1,50, ein bisschen mehr. Drunter, also unter 30 Euro, gibt es das dann auch im Moment zu kaufen. Da gibt's auch wenn man drüber nachdenkt, ich habe ja, ich hab jetzt mal schnell schauen. Ich habe in dem Spiel 1600 Stunden, Vance hat 2400 Stunden und das halt für 30 Euro, da kann eigentlich niemand meckern. Das stimmt, ja. Was so Preis-Leistung angeht. Selbst wenn ihr dann im Endgame merkt, hey, das ist vielleicht gar nicht das perfekte Spiel für mich. So hattet ihr immerhin die ersten, keine Ahnung, 50, 100, 200 Stunden trotzdem tierischen Spielspaß. Genau, also wir möchten nochmal sagen, das haben 33 Leute mitgemacht. Ich kann euch nicht garantieren, dass dieser Key zu 100% funktioniert. Ereinon wird euch den gleich geben. Wenn der nicht funktioniert, dann sorry, ja. Aber das ist nicht unsere Schuld sozusagen. Und ich kann euch da dann auch keinen Ersatz oder so geben. Das halt hier nur, falls er ja funktioniert, geben wir ihn halt gerne raus. Ne? Das sollte ja klar sein. Gut, dann ziehe ich doch da mal das Ganze rüber. Da haben wir es. Haben 35 Leute mitgemacht. Ich habe auch alle mal wieder entbannt. Also es war nur einer, der es halt öfter gepostet hat. Und dann, jetzt hat gerade noch einer oder zwei, glaube ich, haben mitgemacht. Fangen wir jetzt an. Ja, ich drücke jetzt mal die Würfel, die Rollen und es wäre Stacy Dynamite. Du folgst zwar nicht dem Channel, aber ich hatte ja vorher gesagt, das ist egal, denn hier wird es ja auch nicht hauptsächlich um Guild Wars 2 gehen. Stacy Dynamite, du musst jetzt nur nochmal was schreiben und dann wirst du zumindest den eventuellen Key halt gleich bekommen. Wir werden tatsächliche Heroic-Versionen des Spiels, das hat Sputti gerade schon mal gesagt, in der nächsten Woche raushauen auch. Auf Facebook vermutlich. Ja. So, Stacy Dynamite hat sich gemeldet, von daher, sie will oder er will wirklich den Key. Dann gib doch mal den weiter, Reinon.
Und dann gucken wir einfach mal, ne? Oh, hier ist jetzt irgendwie... Ja, würde mich persönlich sehr, sehr interessieren, ob der Key funktioniert hat. Ja, mich auch. Gespannt. Ich werde jetzt aber auf jeden Fall gleich mal ganz kurz zur Toilette gehen und nochmal kurz einen Werbeblock reinhauen und danach halt Fragen beantworten. Ich habe das gerade schon mal oder in der News halt erwähnt. Ich werde jetzt einfach so eine Art Frag-Venien live machen. Das bedeutet also, ihr kommt entweder ins TS oder stellt die Frage im Chat und ich beantworte sie dann so gut es geht. Das können Fragen zu Venien EU, zu dem Netzwerk an sich sein, wenn ich sie dann beantworten kann. Wenn ihr natürlich jetzt wissen möchtet, ob sich Grain für euch ein Ohrloch stecht,